Und die drei besten Ergebnisse pro Mannschaft sind dann am Ende entscheidend. Bekanntermaßen, so läuft es im Nationenpreis, soweit nicht disqualifiziert, nehmen dann alle Mannschaften des ersten Umlaufes auch am zweiten Umlauf mit dran teil, mit ebenfalls maximal 4 Reitern pro Team. Puh, ja, da wird es einem ganz schön heiß. Tja, und der in umgekehrter Reihenfolge des Erfolges aus der ersten Runde. Und gegebenenfalls mit einmaligem Stechen bei Punktgleichheit. Dann mit einem Reiter pro Mannschaft. Holland, Frankreich, USA, Schweden, Belgium. 8 Teams. Switzerland, die Schweiz. Start, ihre Startreitenfolge Germany. Ausgelöst. Das beginnen die Niederlande, gefolgt von das sind die 8. Den Vereinigten Natürlich, Staaten von Amerika, der ein oder andere, der schon hineingeschaut hat, der wird seinen Favoriten haben. Richtige Favoritenrollen. Na klar, die Deutschen mit der extrem starken Mannschaft im auf dass wir das Glück haben, wir wirklich diese Heimkehrer wie Daniel Deuss und Christian Amann dabei zu haben. Ich bin sehr, sehr froh. Ich habe es immer gesagt, das waren, wenn sie dabei waren, immer absolute Teamplayer. Sind echt feine Kerle und auch noch Top-Reiter und ich bin richtig froh, dass wir sie wieder dabei haben. Montigny ist wie ein Markus Ening und natürlich eine Weltmeisterin wie Simone Blum. Und nach den Erfolgen der letzten Jahre, auch diesem Jahr, natürlich drückt man ihnen ganz besonders die Daumen ab. Ja, wird schwierig, die Konkurrenz ist stark. Beim Springreiten ist das erfahrungsgemäß sehr eng zusammen. Ich glaube, die Tagesform entscheidet, aber wir gehören zu den Favoriten und werden versuchen, unser Bestes zu geben. Ganz dicht sind die Mannschaften beisammen. Ich glaube, gar viele werden die Chance haben und das macht es aus, diesen Mercedes-Benz Nationenpreis in Aachen und darauf dürfen wir uns jetzt in den nächsten Stunden mit den jeweils beiden Runden hier wahrlich freuen. Ja, ich denke, wir haben eine gute Chance heute Abend und ich freue mich, dass Christian Allmann und Daniel Deuser wieder dabei sind und ich denke, dass wir haben gute Pferde, gute Reiter, aber es ist immer schwer hier in Aachen. Es gibt sehr viel Konkurrenz und ich drücke die Daumen. Michael van der Vleuten beginnt seine Runde. Er mit der 11-jährigen Mr. Blue Hemingway-Tochter aus dem Besitz seiner Sponsorin mit Szenen Marta Ortega Perez. Dana Blue. Alle Augen auf ihn gerichtet, nicht nur vom Equipe-Chef Rob Ehrens, der vorhin die Fahne hier hineingetragen hat. So, eins, Oxer, Einzelsprünge, jetzt Sprung 2. Jetzt geht es ein bisschen bergauf, da ist es schon eine leichte Vorgabe an Distanzen gegeben, hin zu Sprung Nummer 3. 4. Hin zur Kombination mit einem. Sehr, sehr hoch dieser Steilsprung jetzt, der Einzelsprung. Nummer 6 Fahrt heißt es jetzt aufnehmen, denn jetzt folgt über die linke Hand das offene Wasser, ist sehr weit weg beim Absprung. Dann den Weg finden in diese Dreifache, mit Trippelbarre beginnend, mit einem Galoppsprung hin in die Mitte. Da kam er deutlich zurück, aber dennoch kriegt er die passende Motivation, einfach auch den Trieb nach vorne wieder zu bekommen. Hinten rein ist bisher ohne Fehler dieser sehr, sehr massive Ochse danach erfolgend. Und diese zum Ende nochmal sehr, sehr anspruchsvolle Linie, optisch schwierig, denn da muss man frühzeitig dem Pferd die passende Situation vor Augen führen, wo es nachher hingeht. 79 Sekunden, also wirklich die Zeit nahezu ideal ausgefüllt und ja, von Idealrunde möchte man hier wahrlich auch schon reden, bei Michael van der Vleuten und Dana Blum. Also das erste Mal darf sich im Holland schon einmal eine Nullrunde hier notieren. Michael van der Vleuten
gerade eben aus Frankreich. Den Erfolgen der letzten Zeit war unter anderem ihr siegreicher Preis von Monte Carlo mit einem relativ noch neuen Pferd bei ihm mit Buffizet und Dana Blue, mit der er den Nationenpreis unter anderem ja auch in Gesteren absolvierte, wo das Paar die Mannschaft Platz 2 belegt. Frankreich mit einem neuen Equipe-Chef und zwar mit dem Thierry Pommel. Philippe Rosier hat das langjährige Zepter aus der Hand gegeben. In diesem Falle setzt Thierry Pommel dennoch auch auf sehr bekannte Namen wie Penelope, die ja wieder zurückgekehrt ist zu dieser unglaublichen Stärke mit neun sehr, sehr tollen Pferden. Excalibur, wir hatten ihn angesprochen, mit dem sie in Paris hoch erfolgreich war, der sie ebenfalls ja auch hier mit nach Aachen begleitet hat. Oder natürlich auch dieser Hengst, dieser Toulon-Sohn Vancouver de Landor. Penelope Le Prévost. Ideales Anreiten sowohl des Wassergrabens als auch dann nachher in diese Dreifache. Also sie kriegt mit Vancouver hier wirklich einen sehr, sehr guten Dreh dran. Dieser Steilsprung aus einer weißen Planke bestehen. Sehr, sehr schmal das Ganze hier. Es sind jetzt natürlich zum Ende die technischen Raffinessen mit optischer Raffinesse garniert. Und nächste Akteurin mit der Null, Penelope Le Prévost. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich noch präziser dieses Absolvieren des Parcours als vorhin sogar noch auch ein Michael van der Vleuten, der natürlich auch schon straffrei geblieben ist. Also es zeigt zum einen die Machbarkeit. Das dritte Paar, die dritte Mannschaft, Mercedes-Benz Nationenpreis. An der Zeit wird man jetzt nichts mehr rücken können, weil natürlich auch schon das Ergebnis von Michael van der Vleuten. Da haben wir hier Thierry Pommel, der neue Equipe-Chef. Der Franzosen. Die Vereinigten Staaten. Tja, McLean Ward, der wird der Erste sein, der hier an den Start geht. Und wenn man sich fragt, meine Güte, wo haben denn eigentlich die Amerikaner immer diese so unglaublich starken Pferde her? Wie in diesem Falle Noche de Ronda, eine Stute mit ihren gerade mal jetzt 10 Jahren Kindin der Lovis Corinne-Tochter. Sie trägt den Oldenburger Stempel und nicht nur den Oldenburger Stempel, sondern da erledigt sich dann auch schon die vorhin gestellte Frage über die Elite-Auktion damals in Vechta. Hat sie neuen Besitzer gefunden. Damals hieß sie Rambazamba. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie diesem alten Namen Rambazamba hier wirklich auch gerecht wird und dafür sorgt, dass die wie immer sehr, sehr starken US-Amerikaner, in diesem Falle bestehend McLean Ward, Nicole Shanigan-Simpson, Laura Crowd, BZ Madden. Ich glaube, kaum eine Mannschaft hat so viel der Nationenpreiserfahrung wie eben Stars and Stripes. Robert Ridland, der die Mannschaft nicht nur bei den Weltreiterspielen in Triangle geführt hat, sondern ebenfalls auch jetzt hier in der Sears zu Erfolg führen soll. Übrigens die Mannschaft, die jetzt auch schon steht für die panamerikanischen Spiele, die ja auch bald anstehen. Und dritter Starte, McLean Ward, Noche de Ronda. Und
Das dritte Mal steht auf der Anzeigentafel die Null für das fehlerfreie Absolvieren. Auch Mary Lou, Henrik von Eckermann, representing Sweden. By McLean Ward. The feeling to be in Aachen is always amazing. It's always a special arena. I mean, I think it's the world number one show. There is no other show close to this one. And every time you go in there, it's just a special feeling. And just wish you could enjoy it even more. I mean, you have to focus for the class and ride good and so on, just to enjoy the atmosphere. Fantastic. Henrik Arka Krona, den sahen wir gerade ganz zu Rechten. Das ist der Equipe-Chef der Schweden. Ein noch relativ junger Mann, der sein Know-how darüber hinaus, aber auch in Deutschland zum Beispiel mit dem errungen hat, war in einigen großen Stellen, war im Übrigen auch eine ganze Zeit lang im Stall von Paul Schockemöhle, von dem er ebenfalls, glaube ich, auch profitiert hat, dort damals zum Beispiel auch sehr, sehr junge Pferde zum Beispiel zu Erfolgen geführt hat, war mal unter anderem mal den Hannoveraner Champion im Jahre 2000, Sir Caletto, den Hengst Sir Caletto, damals zu Erfolg geritten, hat darüber hinaus bei Henk Noren, Emil Hendricks etc. sein Wissen bekommen. Er ist also der Equipe-Chef und schickt Henrik von Eckermann mit Tovex Mary Lou, das Paar, welches, ja, ich sag mal ganz lax, so häufig auch schon die Global Champions Tour auf links gedreht hat und dort mit enormen Erfolgen, die er davon getragen hat. Henrik, ein Mann, der unglaublich erfolgsorientiert, sich absolut viel selber einfach auch abverlangt, für den gemeinsamen Erfolg. Karl Schneider sahen wir dort, wo er hier in Deutschland eben auch stationiert ist. Und Torvex Mary Lou, die Westfälin, Montenro Stute, mit der auch er hier das Ganze wirklich problemlos absolviert. Und die nächste strafpunktfreie Runde. Laura Klapphake sahen wir gerade dort. Und ja, ich glaube, es ist bestimmt auch ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge, welches sie hat. Natürlich, wenn man schon einmal hier den Donnerstagabend in der Sörs im Sattel genossen hat, dann wünscht man es sich, das auch ein weiteres Mal zu tun. Aber ich glaube, sie wird sich an den Erfolgen erfreuen, die sie bis dahin hatte. Erhoffen, dass da auch noch weitere in dieser Kategorie dann natürlich einfach auch kommen und drückt dann jetzt natürlich auch den anderen Deutschen dann gleich mächtig die Daumen. Ja, Peter Weinberg, den wir jetzt hier sehen, der Equipe-Chef der Belgier, ist und darüber hinaus auch hier mit auch für sportliche Geschicke eben in Aachen, weil es für ihn förmlich ja auch ein Heimspiel ja hier ist, mit verantwortlich beim Gio ist. Mit Nils Brünzels als Startreiter, Damaro de Cousin, und dieser erfahrene 15-jährige Diamant Kidamson. So, das überbaute Wasser, und da musste ganz kurz nochmal die linke Hand mit seiner Peitsche nach hinten, einfach nur ein bisschen hier die Motivation zu bringen, dass nicht nur das nach oben, sondern einfach auch Höhe und Weite einfach an diesem Hindernis hier passt und klappt. Aus der Wendung anzureiten, wie gesagt, das, und danach wieder recht schnell, aber da hat man noch genügend Zeit eben hier für diese dreifache Kombination. Vorhin, am gestrigen Tag im Preis von Europa, da war es hinten raus die Doppelochse, die einiges abverlangten, und hier im Nationenpreis sind es jetzt zwei hohe Steilsprünge. So, und auch diese fünf Galoppsprünge hier nach diesem Steilsprung hin zum vorletzten Ochse, auch da galt es für ihn, das Ganze nochmal ein bisschen nach pushen, nach vorne pushen mit Otamaro.
Die Cousin, weiter geht's. Für Belgien ebenfalls fehlerfrei in der Longside. Mit der Nullrunde auch Nils Brünzels. Die Schweiz geht an. Sorgt dafür, dass es erst einmal entspannte Gesichtszüge geben wird. Nicht nur beim Equipe-Chef Piet Weinberg, sondern ebenfalls Schweizer auch noch bei den Kollegen. Bei Gudrun Pathé, bei Jérôme Gury, bei Gregory Wartelet. Auch diese Mannschaft alleine namentlich schon unglaublich stark besetzt. Und auch das mag mit ein Grund sein, warum wir jetzt hier ganz besonders eben auch zu Beginn schon wirklich einiges an Nullern haben. Die eidgenössischen Fans drücken jetzt Pius Schwitzer die Daumen. Der kommt mit Courtney Knox. Auch wenn man in der Mannschaft nicht mitreitet, wie ein Martin Fuchs, ist man trotzdem mit der Mannschaft dabei. Das zeigt ihm dieses enorme Zusammengehörigkeitsgefühl, was die Eidgenossen, was die Schweizer hier untereinander haben. Alleine dafür, muss ich sagen, gilt ihnen schon ein großes Kompliment und Lob einfach auch ausgesprochen. Der Pferdebesitzer von Martin Fuchs, Luigi Baleri, sahen wir. Und natürlich mit die Galionsfigur im Schweizer Springsport mit Steve Gerda, der gleich als letzter Starter dann noch kommen wird. Sieben. Er entscheidet sich in diesem Falle für die sechs Galoppsprünge. Das ist die Alternative, die man hier wählen kann. Aber wir schauen auf die Zeit. Wir schauen auf die Zeit. Denn schauen Sie, da ist es ein Zehntel nicht ausreichend war. Und einhergehend dann auch noch der Abwurf am letzten. Und damit die fünf Strafpunkte hier für das Schweizer Team. Also seine Idee und Variante, hier auf dem vorletzten Weg, auf dem vorletzten Weg zum Hinter, auf dem vorletzten, auf dem Weg zum vorletzten, das wollte ich, Weg 5, sondern 6 Galoppsprünge zu gehen. Ja, das sind die Farben der Mannschaft, die Benutzer eben des Spectator Judging App. Ganz, ganz es ist natürlich immer eine große Ehre, hier vor heimischem Publikum Nation und Weiß reiten zu. Ich bringe natürlich DSP Alice an den Start und Alice ist eine richtige Kampfsau und vorsichtig und eine richtige Clear-Round-Maschine. Und das hoffentlich wird sie heute Abend auch beweisen. So, das Erfolgsduo. Einer Engelmann und Otto Becker. Die neue Mannschaft der Weltmeisterin zu begehen. Mit Simone Blum und der Ausnahme Stute. DSP Alice. Die Weltmeisterin soll den Weg bahnen. Zu einem weiteren Erfolg, wenn möglichst hier in der Aachener Sörs. So, die letzten drei Jahre hier mit dem großartigen Erfolg. Und das soll sich ganz besonders dadurch natürlich, dass eben die Heimkehrer dabei sind, wie Daniel Deuser und Christian Ahlmann. Auch sie kommt sehr, sehr gut heran an diese Dreifache, auf dass sie hier nämlich diese Höhen idealst erklimmen kann in dem Mittelstück. Oh. Kam
Dor hat vielleicht so ganz klein wenig dicht an diesen Einsprung heran, deshalb nur ganz, ganz leicht touchiert. Aber das macht diese Qualität einer Alice Awesome, die dann einfach das passende Reaktionsvermögen hat, um auch hier einfach die richtige Reaktion zu zeigen und das Ganze fehlerfrei zu absolvieren. Und da fällt einem der Stein vom Herzen und die erste Freude ist groß durch die erste Nullrunde für das Team Germany. Vielleicht erhaschen wir auch gleich noch kurz den Blick auf Heine Engemann, auf Otto Becker. Dankeschön, das war nicht im Teams, das Team Irland. Mit dem Zangesanderhengst ja. Chucky Z. Shane Sweetnam, representing Ireland. So, starker Auftakt. Simone Blum und Alice mit der Null. Aber andere Mannschaften ebenfalls mit ihren ersten Reitern strafpunktfrei geblieben. Lediglich eine Mannschaft, die hier mit Abwurf ins Ziel gekommen sind. Acht Mannschaften sind es. Zum achten Team kommen wir. Und das ist das Team Irlands. Ich auch sehr, sehr stark besetzt mit Shane Sweetnam. Nachher mit dem jungen Peter Maloney. Dann aber wieder mit sehr, sehr starkem Derek Kenny. Und schon fast so ein bisschen der Übervater, der sehr, sehr starke Kian O'Connor. Der soll am Ende den Sack zumachen. Jetzt aber erst einmal schickt ihm der Equipe-Chef Rodrigo Pessoa hier Shane Sweetnam. Ich glaube, damit ist Sprung 8b gemeint. Dieser Sprung hier. Mittelstück der dreifachen Kombination. Wobei man sagen muss, also hier bisher haben allesamt die Akteure da den richtigen Dreh dran bekommen. Hier Steilsprung zum Ende hin mit der Planke, da sieht es schon so ein bisschen anders aus, gerade dann, wenn einem so ein bisschen die Kräfte schwinden, ein Schlusssprung, auch der kann schnell einmal fallen. Vier Punkte heißt das Startergebnis für die Iren und auch wenn wir einen Rodrigo Pessoa nicht gesehen haben, auch er wird sich hier die Runde seine Startreiter schon richtig angeschaut haben. Sharky Z, ein so hochinteressanter Hengst, dieser Chaco Blue. Der Chaco Blue Kinas. Die ersten Reiter sind durch. Die zweiten Starter einer jeden Mannschaft, Dorin Köpers. Nicht lange ist es her, dass man auch hier nicht nur Nationenpreiserfolge, sondern darüber hinaus eben auch noch Medaillen gefeiert hat. Opa! In der Aachener Sörs. So nah hier einfach dran. Man hört, merkt das jedes Mal, wenn man sich einen Kaffee holt oder ähnliches. Sehr, sehr viele holländische Gäste und Zuschauer, die auch jedes Jahr wieder nach Aachen kommen. Auch hier wurde es noch mal so ein bisschen deutlich. Hier lässt er sich zu diesem Steilsprung ein bisschen mehr Platz. Und dann geht es hier auch noch ein bisschen bergauf. Das kann man vielleicht mit dieser Kameraeinstellung nicht so richtig erahnen. Aber trotzdem absolvieren die Akteure das sehr, sehr gut. Ich finde Dorin Köpers vielleicht noch ein ganz klein wenig
ja gehemmt gewesen zu Beginn. Dann passierte zwar der Fehler, danach aber einfach so ein bisschen ungehemmter, so ein bisschen lockerer aufgetreten. Und das tat einfach der Runde gut, des zweiten holländischen Reiters hier. Und damit blieb es eben bei den 4 Strafpunkten. Er blieb damit eben auch in der Zeit. Und 0 und 4 heißt jetzt das Ergebnis. Das zweite Paar, der französische Hengst Van Gogh du Magarnier und Olivier Robert, Repräsentant La France. If we can win the Nation Cup, that will be so special for us, and we will fight for that. Mit einem weiteren sehr starken Paar jetzt an zweiter Position bei den Franzosen. Das ist die Idee von Thierry Pommel, der jetzt hier nämlich Olivier Robert bringt mit dem unglaublich starken 10-jährigen Cornet. Qui dame son Van Gogh du Magarnier. Also ein bisschen fast förmlich schwungnehmend hin zu der dann folgenden Situation hin, kommt hier so ein bisschen deutlicher zurück. Und da sahen wir, dass hier die Schwierigkeit in diesem Mittelstück, also wie schon ein bisschen prognostiziert, ganz ohne beileibe nicht, auch wenn sich hier Anfangsreiter hier doch recht gut getan haben, sehr gut gezeigt haben. Noch am letzten Wochenende auch in Falsterbow unter anderem mit dabei gewesen. In der Global Champions Tour in Cascais, Portugal. Einen sehr, sehr starken Sieg noch vor kurzem davongetragen. Hier kann er aber seiner Mannschaft lediglich eine Runde mit 4 Strafpunkten anbieten. So, zwei Reiter für die Niederlande haben wir gesehen. Einmal 0, Michael van der Voorthe, einmal 4, Don Kolbers. So, Nullrunde gibt es doch nicht. Das ist die, hatten wir vielleicht ein bisschen hier schon vermutet, nachdem gerade eben die Startreiter durch die Bank mit sehr, sehr starken Erfolgen hier in der Reihe waren. Wir kommen jetzt zu den Vereinigten Staaten. Warten jetzt auf Nicole Shehinian-Simpson. Hakuna Matata. Hakuna Matata. So, Hakuna Matata möchte noch nicht. So richtig ist noch ein ganz klein wenig Schei. Die Kinaschute, die einige von Ihnen sehen, ist, meine Damen und Herren, ein wenig noch beeindruckt ist. Der Atmosphäre, ich glaube, wir werden mal ganz still sein. Ja, Busy Madden hat noch ein ganz klein wenig Zeit. Sie ist gleich die Schlussreiterin und ja, dementsprechend wird sie jetzt hier natürlich auch noch ihrer Kollegin von der Teilnehmertribüne aus noch ein bisschen zuschauen können. Ob wir über die Stille hinaus vielleicht das Licht ausmachen sollten. Sie versuchen es jetzt zumindest mal getrennt wieder, sich uns zu nähern. Wenn die Reiterin vorausgeht zu Fuß, hat das Pferd viel mehr Vertrauen und geht ihr nach.
So, und jetzt gleich nochmal der Versuch. Meine Damen und Herren, jeder hat einen schlechten Tag, so auch Hakuna Matata. Heute möchte das nicht und... So, man hat die Chance gegeben, man hat die deutliche Chance hier gegeben, das Ganze jetzt im Vorfeld dann auch noch mit dem eben reinführen. Aber man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, hier diese elfjährige Hakuna Matata, die hatte schon so ein bisschen so einen Dreh raus, wie sie sich da einfach auch so ein bisschen entziehen kann, nutzte einfach hier diese Chance und... ja, auch wenn der junge Mann da vorne also alles versucht hat, hier richtig zu machen, aber... Die zweite Reiterin für das Team Schweden. Ja, das ist ärgerlich. Hier sind die beiden mit dem Wallach Luikanku. Auf das wir nämlich jetzt hier Angelique auf jeden Fall schon einmal das Streichergebnis haben für die US-Amerikaner durch eben das Nicht-Antreten von Nicole Shahinian-Simpson. Es sind zweifelsohne die Erfolge der Schweden. Es ist darüber hinaus aber auch eine sehr, sehr schön anzusehende Reiterei. Ganz besonders eben bei Angelique van Essen. Mit Luika. Spectator Judging App sagt 69% tippen auf die Deutschen. Von Essen noch Wochen Hickstedt dabei gewesen, dort unter anderem mit Louis Kern einen sehr, sehr starken dritten Platz im 1,50 hohen Masters erzielen können. Doch hier diese Schwierigkeit des Zwischenstücks der Dreifachen, zwar mit ein klein wenig dem Einsetzen der Stimme, aber dennoch mit einem wirklich ebenfalls auch sicheren Absolvieren. Preis, Einsatz sind darüber hinaus auch in Rom auf der Piazza di Siena mit seinen sehr, sehr starken Runden gehabt, blieb dort einmal 0 und einmal mit lediglich 4 Punkten. Und 4 Punkte sind es auch Branche, die von Essen mit dem Luika bei ihrer Runde. It's 4 penalties for Sweden now. Ja, und das ist jetzt natürlich schon interessant. Gerade zu Beginn, die ersten Reiter alle durchweg immer 0 geblieben. Und jetzt mit den zweiten Fehler, mit den zweiten Reitern passierten dann leider auch die Fehler. Die zweite Reiterin für Belgien. Null haben die Belgier auch mit ihrer ersten Runde. Das war Nils Brünzels. Und kommen zu Gut und Patti. Seacoast. Val de la Mar Clooney. Ein Pferd im Übrigen, welches über den Stall von Jos Lanzig in den Besitz gekommen ist, hier von Gut und Patti.
hoch angesprungen, dennoch aber. Jetzt erst nochmal wieder den Gang reinzubekommen. Na klar, diese zwei Abwürfe, aber trotzdem sich jetzt davon ja nicht zu doll dieses Zurück. Und das hat sie sehr, sehr gut gemacht, auf dass sie jetzt nämlich nochmal eine Chance hat, dass es am Ende vielleicht bei diesen 8 Punkten bleiben soll. Sie kam natürlich deutlich aus dem Rhythmus, muss dementsprechend jetzt auch noch die Zeit im Auge behalten, damit es eben nicht darüber hinaus mit, na, das passt, ärgerlich mit der Schwierigkeit, natürlich in der dreifachen. Daraus erzielt die zwei Abwürfe, die 8 Punkte, aber danach doch wieder relativ gut reagiert und einen Haken an diese Situation gemacht, damit eben nicht noch mehr passiert. Der Schweiz hatte 5 Fehlerpunkte, Pius Schwitzer. Und dann begrüßen wir das zweite So, da war das noch in Ordnung, zwar hoch angesprungen, dieses Wasser, aber dennoch mit passender Ryan Balziger. Representing Switzerland. So weiter tickte hier hinten drauf und dementsprechend war dann natürlich durch diesen Fehler, durch die Vorsicht, dann natürlich das nach vorne einfach schon ein bisschen unterbunden. Der Fehler, der dann kam und aber dass die dann hinten raus, auch hinten raus dieser Stall, der ist auch nochmal 1,60 hoch mit einem Galoppsprung mehr da drin. Das Ganze dann absolviert. Ja, zweifellos einer der jüngsten im Bunde, noch vor gut 2 Jahren hier bei den Europameisterschaften der Jungreiter, brilliert jetzt eben schon auch wie hier in Aachen mit Bestandteil der Equipe der Schweizer, Ryan Balziger. Clouseau de la Suisse. Dann auf die Jungs ist dann natürlich die Jungreiter der Druck enorm groß, dann eben auch in diesem phänomenalen Stadion. Meistert das bisher sehr, sehr gut, das muss ich sagen, sehr, sehr konzentriert. All das, was er sich vorgenommen hat bisher. Pius Schwitzer, der hatte einen Abwurf, den hat er jetzt leider auch. Für ihn dürfte die Zeit ausreichend sein. Und ja, 4 Strafpunkte sind es damit auch für Brian Balziger. Ein bisschen schade, weil nun mal eben diese 4 Punkte, die werden auf jeden Fall auch schon einmal zählen für die Schweizer. Hat sich aber dennoch der junge Mann. Die erste Reiterin war sehr, sehr gut geschlagen. Stopp, 69%, so weit sind wir jetzt schon. Sagen, wir glauben, die Deutschen werden es sein, die hier den Sieg davon tragen. Nicht zu sicher sein, immer meinen, sonst ist die Überraschung zu groß. Auch wenn natürlich die Versuchung groß ist, gerade eben deshalb, weil. Tja, sie wieder zurück sind. Ich freue mich richtig, gerade natürlich hier in Aachen zu reiten. Das ist das absolute Highlight immer des gesamten Jahres. Der große Preis und natürlich auch der Nationenpreis. Abnormale Stimmung und ja, ich hoffe, dass es halbwegs klappt. Ich werde heute Abend Clint Rexo reiten, ein 10-jähriger Hengst aus der eigenen Zucht. Ist ein Pferd, der sich letztes Jahr schon sehr wohl gefühlt hat hier auf dem Turnier. Ist auch schon den Preis von Europa gesprungen, hat eine tolle Hallensaison hinter sich, ist ein sehr ausgeglichenes Pferd mit viel Übersicht und die nötige Qualität für die großen Springen. Und auch letzte Woche schon, vorletzte Woche unter Flutlicht ganz gut gegangen, was natürlich auch sehr schwierig sein wird heute Abend. Und deshalb hoffe ich, dass er gut vorbereitet ist und fit. Christian Ahlmann, Daniel Deuser und da sahen wir gerade auch Julian Melchior und nach der Geburt der Tochter wirklich brillant aussehend.
Christian setzt auf Clint Rex OZ. Dem hat er vor kurzem noch in Cascais, in Estoril bei der Global Champions Tour einen hervorragenden 8. Platz belegt. Hat in Hamburg Global Tour ebenfalls Top 10 platziert gewesen. Und jenes Pferd, welches er auch beim Weltcup-Finale in Göteborg. Schade, da lief das alles ja, so gut bis kurz vor Ende. Und in der ersten Runde kamen 4-0er hinter, 5-0er hintereinander. Jetzt bei der zweiten Linie Reiter keiner ohne Fehler. Doch, vier auch Punkte Christian bei Christian Allmann. Vier Punkte in der Zeit. Mit Clint Rex OZ. Aber ja, die anderen Mannschaften ja auch ebenfalls die jetzt so langsam zum Punkten gekommen sind. Und hier sehen wir noch mal Ludger und Markus Baerbaum. Sieht aus, als hätte Ludger ja auch schon vielleicht gleich die passende Erklärung zu gehabtem. So, die Iren mit ihrem zweiten Starter, mit Peter Maloney. Und tja, wenn ich vorhin einmal schon angeführt habe, dass wir ein Pferd über Jos Lansing vermarktet hatten, darf ich das nochmal wiederholen. Hier ist das ebenfalls Chiantis Champion, dieser westfälische Hengst. Kenne ihn, war sehr, sehr eine Zeit lang sehr, sehr erfolgreich mit dem Bereiter von Jos, mit Frank Schuttert. Jetzt eben Pferd Team Harmony. Und dementsprechend mit Peter Maloney. Auch wenn es in ganz, ganz leichten Stangenkontakt gab, er atmet durch, pustet durch und für Peter Maloney und Chiantis Champion für Irland in der Zeit. Na, beschert ihm dem Team Ahrens die erste Nullrunde. So, damit sind die zweiten Reiter jetzt schon durch. Es ist so ein bisschen durchgemischt worden, nachdem wir anfänglich ja einiges an Nullrunden hatten. Tja, müssen wir wirklich sagen, alle mit der Null bisher sind dann leider zum Punkten gekommen und damit ist ganz einfach hier noch alles offen. Wenn einer Fehler hat und einer nicht, alle auf Platz 1 setzt, außer der Schweiz, die mit 4 Strafpunkten nun in die dritte Runde startsetzt. So, hier mit den Nullern, das liegt ganz einfach. Hier ist es das Leaderboard, welches da natürlich auch schon das Streichergebnis mit einbezieht. Und ja, all diejenigen, die bisher eine Null hatten, auch wenn sie danach einen Vierer hatten, liegen natürlich noch voll. Ja, tja, ist noch guter Dinge.
Rob Ehrens mit 0-4 sieht es nicht schlecht aus. Ganz besonders dann, wenn man jetzt nochmal einen starken Mann hier an dritter Position ins Springen schickt. Und zwar Willem Gewe. Nervenstark, routiniert mit einem großartigen Pferd. Hier dieser 12-jährigen Canturo-Stute kommt im Übrigen aus deutscher Zucht. Das ist der Stamm von Classic Touch, der gepflegt wird von Julius Peter Sinnack. Henrik Dove, der dieses Pferd bis in den gehobenen, bis in den schweren Sport hier hineingebracht hat. Und Cypria S., die Holsteinerin, jetzt unter Willem Gewe. Aber auch Willem. Jetzt zu Beginn seiner Runde, jetzt schon mit dem einen Abwurf. Jetzt gilt es für ihn aufzupassen, dass es dabei bleibt. Ist relativ weit weg am Absprung, aber mit einem hohen Sprung und damit dennoch mit einem sicheren Überwinden des Wassers. Dreifache passt auch. Sieben. Fünf lässt man locker kommen nach der Planke und tja, am letzten, da heißt es nochmal aufgepasst, das haben wir vorhin gesehen, tja, bei Christian Ahlmann, der dann nämlich patzte und so leider auch bei Willem Gewe und da ist es dann leider auch schon der zweite. Diese 8 Punkte sind damit jetzt hier das Streichergebnis bisher und damit ist Holland jetzt hier schon nicht mehr null, sondern heißt es hier auf jeden Fall hier schon einmal die 4 Punkte. 0 und 4 bisher für Frankreich. Nun der dritte Reiter mit Val d'Occo de Cap. Guillaume Foutrier, Repräsentant La France. Thierry Pommel, Bénélope Le Prévost. Sie bisher die einzige der Mannschaft, die der Strafpunkt frei geblieben ist. Guillaume Foutrier bringt vom Restereux diesen Number One nachkommen. Val d'Occo de Cap. Pferd, welches davon lebt, immer wieder das Ganze aus dem Sprung, aus dem Schwung seine Hindernisse zu erklimmen. War darüber hinaus im Übrigen vor kurzem auch im großen Preis in Saint-Tropez siegreich und für mich ein sehr, sehr typisch französisches Pferd, Guillaume, der das aber einfach auch wirklich hier ideal löst, war mit der Mannschaft in St. Gallen im Nationenpreis Team mit dabei und sichert. Nun heißt es für den Franzosen eine weitere Nullrunde. Und damit sieht es für Frankreich schon nach erster Runde recht gut aus. Mit 0-4 und 0 steht eins jetzt schon fest, dass es nicht schlechter werden kann. Das Ergebnis eben als 4 Strafpunkte. Es kann aber mit einer tollen Nullrunde gleich nochmal von Kevin Stone vielleicht auch noch die Null sein, mit der sie dann nachher in eben diesen zweiten Umlauf gehen können. Wir dürfen gespannt sein auf eben die Schlussreiter. Jetzt sind wir aber erst einmal gespannt auf Laura Crowd. Ja, durch das Ausfahren von Nicole Shahanian-Simpson ist es hier natürlich, dass es auf jeden Akteur ankommt. Und damit jetzt diese Runde zählt. Kein Streichergebnis gibt es da mehr. Laura Crowd und
Curious George. Abstammend vom Erfolgspferd von Christian Ahlmann, welches wir vor wenigen Wochen noch anlässlich des Hamburger Derbys in Hamburg aus dem aktiven Sport verabschiedet haben. Codex One. Erhebt sich die Markierung hier des Stewards am Wassergraben. Da gab es den Fehler. Weiter geht es mit dem Fehler. Und die Fehler zählen, wie gesagt, aufgrund der Situation des Ausfalls von Nicole. So, und jetzt fällt es ihr schwer, die Spannung zu bekommen. Trotzdem aber weiter hier auch den Galopp nicht zu verlieren. Gerade eben an Situationen, wo man so ein bisschen den Galoppsprung verlängern, erweitern muss, wie diese 5 Galoppsprünge hierhin zum vorletzten. Trotzdem mit ihrem reiterlichen Geschick Laura Crouch und Curious George zum Ende. Es bleibt bei den Abwürfen, die waren aber trotzdem teuer. Teuer für das Team und diese 12 Punkte bleiben damit bestehen. Also, wenn wir anfänglich das Gefühl hatten, meine Güte, Nuller an Nuller, das kann ja noch langweilig werden, dem ist nicht so. Schauen Sie, die Vorderen waren unproblematisch, die beiden Vorderbeine. Aber hinten drauf, dann mit dem Hinterbein einmal. Dann doch. Das Wasser getippt. Da, ja, ja. Henrik von Eckermann. Und jetzt kommt Evelyn Atomic. Der Lille de la Pomme. Mit diesen hohen, schwierigen Anforderungen ja fast wöchentlich ausgesetzt, dadurch, dass sie wirklich viel in der Global Champions Tour unterwegs war, auch vor kurzem im Eiffelturm, dann zuvor Monte Carlo Global Champions Tour, Stockholm, dort, wo sie unter anderem ebenfalls auch sehr stark abgeschnitten hat, oder ebenfalls auch eben in Cannes. Seit gut 8 Wochen leid pausiert. Dalila de la Pomme damit einfach auch wieder mit viel Frische, war mit dem letzten Turnier in Madrid mit dabei vor gut 8 Wochen und tja, diese Frische war ja sichtlich, denn Evelyn Atomic mit der Nullrunde. Tja, und zum Glück hatte ich es im Vorfeld schon einmal gesagt, nicht zu unterschätzen sind ganz bestimmt einfach auch diese starken Schweden. Denn 0-4 und 0 haben die jetzt schon und tja, der Stärkste, nämlich mit Peter Frederiksson, ein der große Medaillengarant der Schweden, der kommt gleich noch. So, also hier dürfen wir Ähnliches sagen wie bei den Franzosen. So, bestenfalls kann es noch eine Null werden. Schlechtestenfalls wird es aber lediglich eine Runde, die erste Runde, der erste Umlauf für die Schweden mit 4 Punkten. Bei den Belgiern heißt es 0 und 8 bisher. Jérôme Gury und der Kidam Candelo-Sohn Guillaume Douze. Thank you.
Der trifft im Jérôme Gury keine Schuld, das muss man wirklich sagen. Er kam passend in der Hengst, der so ein bisschen den Schwung holte und damit eben mit wirklich ein klein wenig dem Lachs im Vorderbein dann da wirklich herankam an die vordere Stange, die dann fiel. An dieser Stelle, meine Damen und Herren, sollte nun der dritte Reiter für das Schweizer Team an den Start gehen. Arturo da Silva hat aber während der Vorbereitung zum Mercedes-Benz-Nationenpreis das Gefühl bekommen, dass irgendetwas mit seinem Pferd nicht hundertprozentig in Ordnung ist. Und um jedes, auch geringste Risiko gesundheitlicher Art für das Pferd zu vermeiden, hat das Schweizer Team beschlossen, das Pferd im Mercedes-Benz-Preis der Nationen nicht starten. Der Stabo da Silva, der hatte bei der Vorbereitung wohl das Gefühl, dass mit Innenstopp von Vorhofen es nicht ganz so ideal ist. Und bevor man mit diesem Gefühl in einen der schwersten Parcours hineingeht, hat man gemeinsam beschlossen, nicht nur selber, sondern eben auch mit seinem Equipe-Chef, mit Andy Kistler und wahrscheinlich auch noch mit weiteren Personen, hier auf einen Start zu verzichten, um einfach nichts zu riskieren. Ja, so ist es richtig. So ist das einfach das passende Benehmen seinem Schutzbefohlenen dem Pferd gegenüber richtig. Und dafür müssen wir uns nur leider eben auch einen Strich machen hier für die Schweizer Reiter, die damit hier 5 und 4 Punkte haben, die zählen. Und damit auf jeden Fall jetzt hier mit 9 Punkten jetzt hier aus Daniel Deusser, Deutschland, Germany. Die Runde jetzt hier schon kommen. Bei Belgien hatten wir ganz kurz noch die 4 Punkte sein noch erwähnt, aber jetzt genießen wir, genauso wie er das wahrscheinlich auch genießen wird, diesen seinen Antrittsapplaus. Für Daniel Deusser. Ich habe natürlich eine ganz besondere Freude, dieses Jahr wieder dabei zu sein, zumal Aachen auch unser Heimnationenpreis ist. Und wer weiß oder einmal dabei gewesen ist und weiß, wie das Publikum hier hinter den Deutschen steht, der wünscht sich auf jeden Fall immer wieder jedes Jahr dabei zu sein. Das ist der erste Nationenpreis, den ich mit diesem Pferd bestreite. Ich habe mich dazu entschlossen, ihn zu reiten, weil er eigentlich, weil er einfach sehr, sehr konstant gesprungen ist über das ganze Jahr. Egal auf welchen Plätzen, ob es ein Grasplatz war, ein Sandplatz war, ein großer Platz, ein kleiner Platz, er versucht immer sein Bestes zu tun und springt verdammt viele Nullrunden und deshalb habe ich mich entschlossen, Callisto zu reiten. Den Chaco Blue Corner mit Callisto Blue. Beeindruckend, muss man wirklich sagen, mit welcher Performance er mit all seinen Pferden, mit all seinen Pferden, ob mit Youngster, ob mit Killer Queen oder hier nach Aachen in die Sörs kam. Das ist nicht allein nur professionell, sondern das ist absolute Spitzenklasse. Das Ganze wirklich unkommentiert lassen, um es zum einen ganz, ganz eindeutig einfach die Bilder zu genießen. Häufig sagt man was Positives und dann passiert gleich was. Das möchte ich einfach nicht riskieren. Aber meine Güte,
Wo hat er diese Sekunden verloren? Er hat es am ehesten gemerkt. Wahrscheinlich, als er hier ins Ziel kam und dann stand 80,28 Sekunden. Auch ich habe es lediglich hier nur aus dem Augenblick mitbekommen. Auf der Anzeigentafel. Und das ist ärgerlich. Das ist, weil das wissen wir, ein so ein Zeitstrafpunkt, der kann zum Ende hin dann nochmal ganz schön teuer werden. Nichtsdestotrotz, eine brillante Runde. Eine Runde wirklich auf den Punkt geritten. Und trotzdem fehlt am Ende diese Nüsternlänge und führt dann leider, ich glaube, er hat sich am meisten geärgert, Daniel Deusser, über diese Situation. Und somit sind es ein Zeitstrafpunkt, den wir jetzt hier haben. Und damit liegen vor uns die Franzosen mit ihren Null, die Schweden mit ihrer Nullrunde. Aber auch Irland hat jetzt noch die Chance, mit der Nullrunde von Derek Kenny damit hier an uns erstmals vorbeizuziehen. Derek Kenny und der belgische Erko, Nachkomme in Portant de Muse. Den Schwung weg, aber das war eigentlich geschickt gemacht hier von dem elfjährigen Erko Nachkommen, dass er eben nicht dann auf groß abgesprungen ist. Das wäre wahrlich, das wäre zu groß gewesen, sondern noch einen kleinen rein gemacht hat und damit dann doch hier bis dahin erst einmal die Null gerettet, aber dann eben in der Schwierigkeit der Dreifache mit dem Fehler. Als Folgefehler vielleicht auch so ein bisschen am Rolex-Sprung und jetzt gilt es nochmal aufs Hinterbein zu bringen, um keinen weiteren zu erzielen. Diese 8 Punkte sind das Streichergebnis. Also die 4 Punkte von Shane Sweetnam, die damit zählen und somit sind das jetzt hier nach den dritten Reiter 4 Punkte auch für Ireland. Während wir den konzentrierten Blick sehen, hier von Derek Kenny ganz kurz. 2 mit der Nullrunde, das ist Frankreich, das ist Schweden. Und danach kommen die Deutschen mit dem Einzelstand. Die Ergebnisse auf Platz 1 mit jeweils 0 Strafpunkten. Der dritte Platz mit einem Strafpunkt, die deutsche Equipe. Dann auf dem 4. Platz Irland, Niederlande und Belgien mit jeweils 4 Punkten. Dann die Schweiz und die Vereinigten Staaten von Amerika. Es geht wieder von vorne los. Einmal 0, einmal 4, einmal 8. Hier kommt Stero Scalimero und Marc Hautsache. Die Niederlande, den Netherlands. Bevor wir in die letzte Runde kommen, meine Damen und Herren, heißt es mehr Kulpa zusammen. Wir alle entschuldigen uns wirklich von ganzem Herzen, aber mit diesem Ansturm, müssen wir sagen, haben wir nicht gerechnet. Alle unsere Entwickler, ihnen raucht der Kopf und sie arbeiten fleißig daran, dass wirklich diese Überlastung versucht wird, die wir hier mit unseren Rechnern haben, dass wir dem wieder einherkommen und dass sie alle auf jeden Fall die Chance haben, hier weiterhin diesen fantastischen Nationenpreis hier weiter zu verfolgen. Trotzdem, aber für die Situation, wenn sie davon betroffen waren, dass sie einfach haben eben eine Zeit lang nicht dem folgen können, möchte ich mich im Namen unseres ganzen Teams ganz recht herzlich dafür entschuldigen. Aber auch gleich wieder auf den Sport hinweisen und
4 Punkte sind es bisher für die Holländer mit 0, 4 und 8. Und Mark Hausacher, er kommt jetzt zum Letzten. Wir schauen auch mit einem leichten Augenwinkel noch immer wieder auf die Zeit. Das haben wir jetzt dann schon unter anderem bei Daniel Deuser gehabt, dass das nicht passt. Hier soll es nicht sein, die zweite Nullrunde. Damit für die Holländer. Nach der ersten Runde 4 Strafpunkte. So the result for the Dutch team after the first round. Und damit bleibt es bei den 4 Strafpunkten. Für Frankreich nun das vierte Paar, Gallevo und Kevin Stoll, Repräsentant La France. Frankreich bisher mit 0, 4 und 0. So, besonders gewichtige Personen hat man dafür ausgewählt, mit dieser Landungsphase nach dem Wasser wieder passend anzudrücken. Danke, Shorty. So, mit den Franzosen geht es weiter. Und ja, ich hatte es gesagt, mit 0-4 schlechtestenfalls werden es 4 Punkte für die Franzosen. Bestenfalls können es aber eben 0 werden. Dafür muss ganz einfach Kevin Stone jetzt hier mit diesem 10-jährigen Casal-Nachkommenden, mit Calevo, ganz einfach nur 0. Ganz klein wenig, für mich ein typischer Casal mit großen Linien, mit Langbeinigkeit und aber jetzt auch schon am Tag zuvor mit sehr, sehr starken Erscheinen und eben auch Resultat. Den letzten Metern sind es 4. Ich dachte, ich hatte 8. Es sind 4 Fehlerpunkte in der Zeit für Kevin Stott und Calevo für Frankreich. Es sind 8 Fehlerpunkte. So, das ist der. Also auch hier wird das Ganze hier noch einmal kontrolliert. Die Zuschauer hatten es, glaube ich, aber auch schon verkündet. Und hochinteressantes Pferd mit tollen Resultaten, unter anderem drittplatziert, noch unter dem Eiffelturm, jenes Springen, welches ja Christian Ahlmann für sich entscheiden konnte. Und ja, aber jetzt eben mit diesen 8 Punkten. Es sind damit 4 Strafpunkte. Es sind damit 4 Strafpunkte für die Franzosen. Ist das vielleicht die Situation, die für uns Deutschen vielleicht gar nicht mal so schlecht, auf dass wir dann doch mit einer Nullrunde vielleicht gleich noch trotz des einen Zeitstrafpunkts noch in Führung gehen können? Fragezeichen. Jetzt widmen wir uns aber erst einmal den Amerikanern. Diejenigen, die Amerikaner oben auf dem Zettel hatten, tja, die werden schwer enttäuscht sein. Ging los mit dem Ausscheiden von Nicole Shannon Simpson. Dann Laura Crowd, die ans Punkten kam und damit mit 12 Punkten also schon aus den ersten 3 Starts. Und ja, jetzt versucht es natürlich eine Basie Madden, hier noch einmal mit Derry Lou zu richten. Routiniert, bravourös, ganz klar, auch wenn das Ganze schon so ein bisschen in den Brunnen gefallen ist, aber trotzdem
Als Sportler kämpft man bis zum Schluss und Elizabeth Madden bringt jetzt hier noch eine Nullrunde. Interessant, McLean Ward legte vor mit der Nullrunde, da war die Welt noch in Ordnung. Dann eben, dass Nicole Shahinian-Simpson nicht in den Sattel kam, dann mit den Punkten von Nora Kraut und somit sind es auch hier insgesamt 12 Punkte. 12 Punkte jetzt hier für die US-Amerikaner und ja, das haben zweifelsohne, haben die sich garantiert doch ein bisschen anders vorgestellt. Von großer Wichtigkeit, dieses Ergebnis. Ganz einfach deshalb, weil gerade eben auch für unsere Situation für Deutschland, Schweden. 0-4-0. Top-Ergebnisse wahrlich bisher und ganz eindeutig hier mit dem stärksten Mann zum Schluss, mit Peder Fredriksson. So, der setzte auf H&M, Christian K. Jenes Pferd, mit dem er Teamsilber holte im letzten Jahr bei den Weltmeisterschaften. Und ja, das war richtige Überraschung jetzt. Und die bis dahin wirklich doch so dominant erscheinenden Schweden müssen jetzt zum Ende nochmal richtig Feder lassen. Und das einfach mit ihrem absolutem stärksten Mann. Es kann schlechtestenfalls diese Runde mit 4 Punkten werden. Aber trotzdem, das ist natürlich eine Überraschung, dass die so sichere Bank zum Ende von Peder mit seinem Championat-Set, mit Christian, jetzt hier einfach die absolut meiste Punktzahl hier erzielt. 13 Punkte. Es sind 13 Fehlerpunkte für Peder Fredriksson. 13 Punkte, die es hier geworden sind. Das Streichergebnis. Dafür sorgte Peder Fredriksson und somit sind es die 4 Punkte. Und ja, sie haben den Deutschen schon so ein bisschen gegen gespielt, aber trotzdem, die kommen dann gleich auch noch mit ihrem letzten Starter und dann nämlich mit dem Markus Hegel. Bis dahin haben wir noch ein paar und hier noch einmal diese überraschende Situation. So, hat man diesen Steher da drin, ist es ganz klar, dass die Konzentration weg ist, der Faden so ein bisschen weg. Gregory Bartelet, Adelman van der Paddenbode. Ja, da kriegst du. Diese 5, er wusste, er muss gucken, dass er diese 5 hinbekommt, alleine auch schon für die Zeit, aber da musste er gerade auch mächtig kämpfen und pumpen, aber das ist ein Fighter. Gregory Bartelet
Gregory Bartlett, Ironman von der Pannenbauer. Schon ideal in diese Runde, das muss man sagen. Die 8 Punkte damit, von Gudrun Patin sind damit mit der Streichergebnis. Es zählen damit die 4 Punkte von Jérôme Gury. Und ja, damit sind die Belgier, ich möchte fast so ein bisschen auch wieder sagen, back in the race. Weil besser als 4 Punkte ist momentan keiner von denen, die bisher mit ihren 4 Reitern hier bisher im Ziel sind. Es kommen gleich noch die Deutschen, die haben lediglich diesen einen, aber da haben wir natürlich auch noch einen Starter hier vor uns. Welt Nummer 1, der Weltranglistenführende. Auch hier gab es den Ausfall bei den Schweizern durch das Nicht-Fit-Sein von Innenstop van Voorhoof. Und darüber hinaus das Punkten der Schweizer durch Pio Schwitzer, Ryan Balsiger, sind es bisher auf jeden Fall 9 Punkte. Für Steve heißt es jetzt schon noch ein bisschen Ergebniskorrektur zu betreiben mit dem Finard de Curesi. Sie kämpfen sich dadurch, das muss man sagen, mit enormem Zeitgefühl. Das hat gepasst, aber zwischendurch hat es geklappert. Dann eben die beiden etwas deutlicheren Kontakte. Am Ende sind es die 8 Punkte bei Steve Gerard und die zählen deutlich aufgrund des Ausfalls von Arthur Gustavo da Silva. Und so, damit müssen wir jetzt zusammenzählen, kriegt selbst Hannah hin und damit sind es 17 Punkte insgesamt für die Schweizer und so, Nation, die wir mit oben auf dem Zettel hatten, mit 17 Punkten deutlich hier momentan hier einfach abgeschlagen. Es ist noch was Besonderes hier in Aachen und gerade als deutscher Teilnehmer freut man sich da schon riesig drauf. Eine Stärke ist, dass wir uns schon seit 14 Jahren kennen, weil er bei uns auch geboren ist oder wurde und eigentlich ein sehr zuverlässiges Pferd, der auch diesen Platz sehr gut kennt und über eigentlich viel Erfahrung über diese Parcours verfügt. Es ist ein interessanter Verlauf dieser ersten Runde, denn zu Beginn wirklich mit deutlichen Nullern. Erster, zweiter, dritter, vierter Starter blieben straf. Fünfter Starter blieb strafpunktfrei. Und aber dann wendete sich ein ganz klein wenig das Blatt. Das soll jetzt für uns absolut egal sein, denn wir drücken ihm ganz, ganz fest die Daumen. Markus Ehning, gestärkt natürlich aus der Situation im letzten Jahr, hier sich hat feiern lassen zu können, nicht nur eben im Nationenpreis, sondern darüber hinaus eben auch im großen Preis. Gezeigt, dass er eine Stütze einfach ist der Mannschaft und so, jetzt gilt es für ihn mit seinem Funky Fred, was ich vorstellen kann, dem liegt dieser Parcours. Die Deutschen in Führung bringen kann. Opa.
ideal diese 50 nochmal geholt. Und jetzt trotzdem, wir haben es bei Christian gesehen, der Letzte ist nochmal von Entscheidung. Und so ist es ähnlich wie bei Christian. Die Familie, sowohl die Gattin als auch die Kinder von Markus. Markus Sening und Funky Friends. Auch hier sind es 4 Punkte. Jetzt ist es so ein bisschen schade, weil jetzt ist es dieser Zeitstrafpunkt, der jetzt natürlich schon so ein bisschen dieses Deutliche uns dann weiter nach hinten bringt. Denn jetzt ist es nicht ein, jetzt ist es 5 Punkte. Und 4 Punkte haben die Holländer, 4 Punkte haben die Franzosen, haben die Schweden, haben die Belgier. Und zum Abschluss des ersten Umlaufs. 5 Punkte haben leider die Deutschen. Der vierte Reiter für Irland mit Irenis Orta, Kian O'Connor, representing Ireland. Ireland with 4 penalties, a clear round at 8 penalties so far. Kian O'Connor. Der Schlussreiter der Iren. Und der könnte jetzt zum Beispiel mit einer strafpunktfreien Runde ebenfalls auch noch an den Deutschen vorbeiziehen. Die 11-jährige Vigo Diamonto, Tochter Irenis Orta. Briten, ein Kian O'Connor wie wirklich kaum einer sonst in der Welt. Und der Reitsport, der professionelle Springsport in Irland, ja, ich möchte wirklich auch ein bisschen sagen, der boomt. Es sind natürlich die Etablierten, die Senioren darüber hinaus, aber auch mit ganz, ganz starken Junioren auf den Championaten immer wieder unterwegs. Kian brachte Irenis unter anderem in Paris. Er liegt im großen Preis. Auf der Piazza di Siena in Rom. Einen fantastischen zweiten Rang. Das Pferd, welches ja noch auch im letzten Jahr, Ende letzten Jahres von Lorenzo Di Luca im Sport eingesetzt wurde und ab Ende letzten Jahres dann eben erst in den Stall von Kian kam. Aber tja, mit seiner Routine, mit seinem Können und mit dem unglaublichen Springen dieser fantastischen Vigo-Tochter sichert er der Mannschaft Ahlens die Null und sichert er den Iren damit ebenfalls 4 Punkte. Die Deutschen rutschen. Wir rutschen jetzt einfach ab. Wir schauen jetzt schon einmal, während sie sich jetzt noch an den Zeitlupen von Kian noch klein wenig ergötzen können, auf das Tableau. Holland mit 4 Punkten. Frankreich mit 4 Punkten. Die Schweden mit 4 Punkten, die Belgier mit 4 Punkten und Irland. Also 5 Mannschaften, die 4 Punkte haben. Ich hatte es Ihnen gerade auch erzählt mit Irland. Und dann kommen die Deutschen dann eben auf Platz Nummer 6 mit 5 Punkten. Und danke, dass ihr es nochmal eingeblendet habt. Dann kommen ja wirklich die Amerikaner, die geschwächelt haben, besser gesagt Pech hatten durch das Nicht-Einsetzen können eben von Nicole Shaney und Simpson und eben auch Pech bei den Schweizern durch die Situation einfach, dass Arthur Gutavo das Silber hat. Und so sieht man mal, wie schnell das passiert. Wohin hatten wir gehofft, einfach noch ganz nach vorne zu kommen. Und mit lediglich einem Abwurf sieht es schon gleich einmal ganz, ganz anders aus. Ist es nicht Platz 1, sondern ist es Platz Nummer 6, aber
Das soll uns gar nicht grämen. Ganz im die Karten werden zwar nicht neu gemischt, aber es ist noch ganz, ganz viel dran drin. Gleich natürlich im zweiten Umlauf, meine Damen und Herren, für den wir uns dann ebenfalls dann gleich vorbereiten wollen. So, muss ich ganz schnell nochmal hier auf meinen Timetable schauen. Denn nämlich um 21.15 Uhr geht es dann gleich weiter mit der Second Round, dem zweiten Umlauf im Mercedes-Benz Nationenpreis. Linienführung ist bekannt, meine Damen und Herren. Es gab kleine Veränderungen. Es gab kleine Veränderungen, was die Höhen angeht. Gerade in dem Bereich, wo wir jetzt hier sind, im Anfangsbereich hat man dann nochmal versucht, auch nochmal leichte Schwierigkeiten einzubauen. Hat den einen oder anderen Sprung dann nochmal, gerade Sprung 3 und 4, nochmal ein Loch erhöht. Und hier bei dieser Dreifachen, ich hätte gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass da noch mehr passiert. Da sind Fehler passiert, zweifelsohne. Überraschend war ganz besonders, glaube ich, dass einer der Top-Favoriten und stärksten, Peter Frederiksen mit seinem Christian, hier natürlich sogar gar nicht richtig ins Straucheln kam. Aber trotzdem einige, die das Ganze dann doch noch sehr, sehr gut angegangen sind und dann dieses doch recht problemlos absolviert haben. Ja, so schnell kann es gehen, möchte ich sagen. So schnell kann es gehen. Hatten wir gehofft, kurz vor dem Ende, wenn Markus da mindestens noch null bleibt, dann sind wir die einzige Mannschaft mit eben nur einem Zeitstrafpunkt. Dann wären wir ganz vorne gewesen. Da wäre es Position 1 gewesen. Und da macht es nur ein ganz klein wenig Klack und Peng. Und dann ist es nicht Platz 1, sondern dann ist es Platz Nummer 6. Und das war schon natürlich ja ein bisschen vielleicht auch ernüchternd, dass wir uns jetzt nämlich in dieser zweiten Runde dann doch noch einmal mächtig heranarbeiten müssen. Dennoch ganz, ganz klar, dicht ist man zusammen, da sind es dann eben doch lediglich ein Abwurf, die man hier auseinander dann ist. Nach wie vor ist noch nicht an mein Ohr gedrungen, warum eben die Schweizer Equipe auf einen Reiter eben hat verzichten müssen, oder besser noch gesagt, auf ein Pferd hat verzichten müssen, auf Innonstop von Vorhof, also auf das Pferd von Arthur Gustavo da Silva. Das muss ich Ihnen noch nachreichen. Der Grund, warum die US-Amerikaner hier haben ein bisschen am Federn lassen müssen durch das Nicht-Aufsteigen-Können von Nicole Shehanian Simpson. Vielleicht war es der Anblick dieser jungen Dame, der dazu führte, dass sich da doch Hakuna Matata gedacht hat, nicht unbedingt Hakuna Matata. In third position Germany, fourth position for the Netherlands, then France, Sweden, Belgium. So, die Startreihenfolge besteht natürlich aus den Erfolgen, resultierend aus den Erfolgen der ersten Runde. Die Schweizer, die mit 17 Punkten aus Runde Nummer 1 kommen, damit mit dem schlechtesten Ergebnis und damit ist es für sie damit jetzt eben auch die Situation, dass sie jetzt hier auch beginnen müssen. So, Steve Gerda. In der Mitte sehen Sie Luigi Baleri, den Pferdebesitzer der Pferde von Martin Fuchs. Pius hatte mit Courtney Situation, er kam knapp über das erlaubte Maß der Zeit, versucht jetzt auch schon, wir sehen das gerade in den Anfangssituationen,
bisschen Zeit gut zu machen. Dieser Ochse, der nicht nur etwas höher, sondern auch ein klein wenig jetzt hier mehr Breite bekommen hat. Hier 3 und 4. Schauen, ob er dabei diesem hineinrutschen. Gucken wir auch noch mal, ob die Pneus alle drunter sind. Das sieht danach aus. So, jetzt. Auch beim zweiten Mal merkte man, ja, da fehlte einfach das Go nach vorne, was hier einfach dann doch deutlich hier vorne nicht ist. Und, schade. Nachdem nur noch drei Reiter in der Wertung waren für diese zweite Runde und Bierschwitzer damit so, ausgeschieden. Bierschwitzer scheidet aus und ja, das Traurige an dieser Situation ist, dass es nicht alleine Bierschwitzer ist, der hier ausscheidet, sondern Arthur Gustavo da Silva, der in und Stop am Anfang hat eben hier nicht an den Start bringen können. Weil, wie er meinte, der sich eben nicht fit gefühlt hatte, da wird er wahrlich seinen Grund zu haben, ist jetzt natürlich auch kein Ergebnis mehr zu erzielen für die Schweizer. Und damit ist es jetzt hier für die Schweizer jetzt hier leider schon einmal. Mit Nummer 3 Reitern am Start ist das Team der Vereinigten Staaten von Amerika. Mit 12 Fehlerpunkten aus dem ersten Umlauf. Hier das auch so. Und ja, ähnlich unangenehm ging es den US-Amerikanern, die viele natürlich deutlich auf dem Zettel hatten, weil sie mit einer starken Mannschaft hier nach Aachen gekommen sind. Und auch hier war die Enttäuschung groß. Im ersten Umlauf. He was clear in the first round. So, 12 Punkte bringen sie aus erster Runde. Und Noche de Ronda, nicht nur Oldenburger Stute, sondern damals auch über die Oldenburger Elite-Auktion gegangen. Die Kinder in der Lobos Corinth-Tochter unter McLean Ward. Tja, McLean war mit der Stute in erster Runde fehlerfrei, das Ganze problemlos. Wie viele er auch mit den 10 Galoppsprüngen, wie er sich hier diesen Weg bahnt, diesen leichten Bogen einfach nimmt und ja, das Ganze sieht wirklich aus wie an der Schnur gezogen. So, auch wenn es jetzt hier nochmal dieses vielleicht leicht aufmerksame, leichte Berühren kam, vielleicht ist es ihm behilflich, dass er damit zum Ende am Schlusspunkt nämlich noch einmal strafungsfrei bleibt. Und so sieht's aus. Es ist die deutliche Freude zu erkennen bei McLean Ward, der nämlich jetzt hier seine Stute 2x0. Eine Doppel-0-Runde hier für das Team Stars and Stripes beschert. Und die deutsche Mannschaft. Fehlerfrei war sie in der ersten Runde. 5 Punkte bringt die deutsche Mannschaft aus der ersten Runde mit. Hier ist DSP Ellis und hier ist Simone Blum, Germany. Sie hat hier die deutsche Mannschaft gleich einmal so gut in Fahrt gebracht mit einem souveränen, mit einer souveränen Nullrunde gleich einmal zu Beginn.
Alice und ich hatten bisher eine tolle Saison. Aachen ist natürlich immer was Besonderes, aber sie ist toll am Springen und ich hoffe, dass wir hier zwei tolle Runden liefern können. Und schön wäre es, wenn sie das jetzt auch ein weiteres Mal mit ihrer Alice noch einmal bringen könnte. So, gut durch das erste Drittel, gut durch die erste Hälfte. Es war hier ganz kurz im Mittelstück der Dreifachen, dass sie da kurz dran gekommen ist, aber man merkt es auch so ein bisschen auch noch bei Anne Simone, sehr, sehr sicher fühlend, trotzdem aber hoch konzentriert. Schauen Sie mal, wie diese fünf, wie sie leicht die aus diesem Ärmel schüttelt. So, und dieser Mercedes, dieser Schlusssprung, der hat bisher uns wirklich zu viel getan. Aber bei Simone bleibt der liegen und Doppel-Null im Mercedes-Benz-Nationenteil. Simone Bolin mit ESPN ist. Das ist zum einen natürlich ein ganz starkes Ergebnis der Weltmeisterin. Das ist zum anderen natürlich ein unglaublich starkes Ergebnis eben hier. Germany remains on 5 points. Um einfach die Deutschen gut in diese zweite Runde hier hineinzubringen. Die Niederlande mit 4 Fehlerpunkten insgesamt aus dem ersten. Na klar, Umlauf zittern die beiden. Otto Becker und Heine Engelmann. Aber representing the Netherlands. So, jetzt heißt es wieder Zähne zusammenbeißen und weiter. Maite van der Vleuten war ohne Fehler im ersten Umlauf. He was clear in the first round. So, jetzt kommen all diejenigen, die vor uns liegen. Und ja, da sind wir natürlich gespannt. Nachdem wir so gut vorgelegt haben, wie machen das jetzt zum Beispiel mit den 4 Strafpunkten die Holländer? Michael van der Vleuten. Pilotierte Dana Blue. Sehr, sehr sicher. Zur ersten Nullrunde der Rolle. Einen anstrengenden Umlauf haben die jetzt schon in den Knochen und ganz besonders eben auch das leichte Verändern der Anfangssituation ist jetzt natürlich auch noch einmal das, was wir am Sprung 2 schon gesehen haben, dieses vielleicht auch ein bisschen schon kräftezehrende bei der Stute, zeigte sich dann doch auch dann ein klein wenig deutlicher in der zweifachen Kombination. Kräfte mobilisieren, ganz besonders jetzt für diese Situation, ganz besonders jetzt für die Schlusslinie. Mit dem Ochser beginnen, Tim, dann diese Planke und so auch hier diese Schlusslinie. Michael van der Vleuten kommt mit Dana Blue dann ins Ziel, ganz knapp im Übrigen mit der Zeit, aber eben 8 Strafpunkte wird das eben jetzt auch für die beiden und damit zeigt sich nicht nur die Nullrunde von McLean Ward mit Noche de Ronda, sondern auch die Nullrunde und damit ebenfalls die Doppel-Nullrunde von Simone Blum können am Ende jetzt hier noch einmal richtig wertvoll für uns Deutsche werden. The French equipe is carrying 4 points out of the first rounds.
this rider had it clear in the first one. So, der Hengst, der Toulon-Sohn Vancouver de Lanlor. Strafpunktfrei in erster Runde mit Penelope. Sieht frisch aus, sieht gut aus. Und jetzt aber auch bei ihr schon einmal der zweite Kontakt. Das ist ganz, ganz groß. Ganz, ganz großer Sport. Das muss man wirklich sagen, wie Penelope Le Prévost. Anfänglich muss ich ganz ehrlich sagen, ja, da wirkte der noch ganz, ganz frisch. Zwischendurch merkte man aber dann auch bei ihm, na klar, das steckt eine zweite Runde auch ihm in den Knochen. Aber dann zeigt sich einfach auch dieses reiterliche Geschick im einer Penelope Le Prévost hier dieses doch ja immer wieder auch so ein bisschen aufmunternde und versuchen es dem Hengst so leicht wie möglich eben zu machen. So, nach wie vor der meistgefallene Sprung 8B ist das in der dreifachen Kombination das Mittelstück. So, und damit sind die Franzosen jetzt auf jeden Fall schon einmal vor uns. Vier Punkte haben die. Vier Punkte aus erster Runde sind es auch bei Henrik van Eckermann. Nein, sind es auch bei den Schweden. Entschuldigung, Henrik blieb mit Mary Lou natürlich strafunfrei. Schaut auf die Anzeigentafel aufgrund dieses Klackern, was er vorhin gehört hat. Nicht, dass er das Gefühl hat, dort vielleicht gar einen Fehler zu haben. Trotzdem muss er natürlich aufpassen, dass er in dieser Situation nicht zu doll einfach aus dem Rhythmus bringt. Sehr, sehr, sehr gut Platz hier hin zur Planke. Holt sich sehr, sehr hervorragend wieder den passenden Schwung für die 5 und motiviert Mary Lou passend zum Schlussakkord und Henrik van Eckermann und Torvex. Mary Lou blieben nicht nur in der ersten, sondern bleiben auch in zweiter Runde strafpunktfrei. So, damit, so, Frankreich 4, so, double clear. Schweden 4 und Deutschland nach wie vor eben mit den 5, liegen jetzt damit auf momentan dritten. Wir erwartet den ersten Reiter des belgischen Teams im zweiten Umlauf, leider
ist im belgischen Team Ähnliches passiert wie vorher im schweizerischen Team. Das Pferd von Nils Brandsitz war nicht hundertprozentig in Ordnung am Abreiteplatz. So hatte der Reiter das Gefühl, weswegen er sein Pferd nicht mehr starten wird im zweiten Umlauf. Einen weiteren Ausfall gibt es zu verkünden. Jetzt hier nämlich in diesem Falle beim Team Belgique und Otamaro Decusin, dieser Diamant-Hengst von Nils Brunsels, der dafür sorgte, dass die Belgier zu Beginn auch gleich eine Null hatten, dass die am Ende fantastische vier Punkte, der fällt aus. Und das ist natürlich besonders traurig, besonders schade. Somit zählen alle und da haben wir jetzt den Equipe-Chef der Iren, Rodrigo Pessoa. Und er kann jetzt dafür sorgen, dass seine Mannschaft vielleicht gleich zieht mit den Franzosen, mit den Schweden. Dafür heißt es einfach null bleiben für Shane Sweetnam und der Chaco Blue Sohn Sharky Z. Liegt es an der passenden Motivation? Liegt es an passender Frische? Liegt es an unglaublicher Qualität? Einfach auch eines Sharky Z, der jetzt hier nämlich diese zweite Runde sogar gar noch besser absolviert als Runde Nummer 1. Und vielleicht ein kleines Lächeln jetzt ihm ins Gesicht zaubern dürfte dem Equipe-Chef Rodrigo Pessoa. Nämlich die Nullrunde hier von Shane Sweetnam bedeutet, es bleibt bei vier Punkten. Es bleibt bei den vier Punkten jetzt hier für die Iren. So, vier Punkte damit bei Frankreich, damit vier Punkte bei Schweden, vier Punkte bei Irland. Ich darf Belgien einfach momentan nicht erwähnen, weil da kommt es jetzt ganz einfach mit drauf an, was da jetzt kommt. Die hatten natürlich vier Punkte, aber da zählt einfach ganz klar weiterhin jetzt noch jede Runde. Also die haben jetzt natürlich auch schon ihr Streichergebnis damit jetzt aus der zweiten Runde auch schon hinter sich. Zweite Runde. Brian Balsiger. Auch wenn es hier für die Mannschaft der Schweiz eben kein positives Ergebnis mehr geben kann, trotzdem jetzt noch einmal schauen auf Colossus de la Suisse, diesen Lugano-Nachkomme unter dem jungen Schweizer noch, wie gesagt, vor zwei Jahren Europameister gewesen bei den Jaguars. Vater, ein ganz erfolgreicher Schweizer Parcourschef.
Ryan Weinsinger und Josué Lasuisse sind in dieser Runde 12 Strafpunkte, 75,96 Sekunden. Für so, die 12 Punkte. Springen insgesamt 16 Strafpunkte. Und in den besten 18 müsste er sein, um sich für Sonntag zu qualifizieren. 12 Penalties sind 75,96 Sekunden. So, 12 Punkte sind es dann damit aus dieser Runde. Und gerade gesagt, es ist natürlich auch noch mit Qualifikation für den Sonntag und dementsprechend gehen dann natürlich auch jetzt hier diese Tüte jetzt nochmal in den Start. Wenn das Ergebnis eben für die Mannschaft jetzt wirklich. 5 Punkte aus der ersten Runde, Simone Blom hat vorgelegt so in dieser zweiten Makulatur Runde. Ist. So, was haben wir hier? Runde. Favorite Competitor, das Christian Team Germany. Allmann. 54% glauben noch. Ihr glaubt an euer Team. Richtig so. Wir haben echt ein paar gute, erfolgreiche Wochen hinter uns jetzt. Die ersten Runden waren okay. Ist noch Steigerungspotenzial. Und deshalb hoffe ich, dass wir den Schritt nach vorne machen und dann eine oder vielleicht sogar 2-0 Runden schaffen. Christian Allmann. Und Clint Rexo Z. Ja, Raunen geht jetzt gerade durch die Zuschauer, nachdem er hier ganz, ganz leicht diese Stange berührte. Zeit nicht gab. Ja, das schaffe ich wirklich so lange. Nachdem es ganz zu Beginn mit ganz, ganz leichtem Kontakt vorne wir schon gedacht haben, boah, wie rettet der das Ding denn jetzt bitteschön nach Hause? Keiner wie Christian Allmann schafft es in dieser Art und Weise. Und wieder die Niederlande. Und machen es richtig spannend. 2-0 Runden. 2-0 Runden beschert uns dieses fantastische Team. Simone 0 und Christian Allmann ebenfalls. So, und jetzt müssen die anderen erst einmal wieder nachlegen. Die Holländer. Die schon einmal ein bisschen straucheln kam. Michael van de Vleuten vorhin mit seinen Punkten. Und jetzt das zweite Mal Doran Kuipers. Und Charlie. Einen Fehler hat er zwischendurch, aber trotzdem ganz, ganz beachtlich und
von besonderer Qualität wie diese Aussteiger Lido Sprang Charlie. Holt weit aus, holt ganz weit aus, kommt leider dementsprechend auch ganz schön weit weg, aber trotzdem mit passender Übersetzung. Wupp, kriegt ein bisschen den Drall nach vorne, dementsprechend muss er dazu auch noch so ein bisschen seine Stimme nehmen. Doran Köppes mit dem Charlie. Die 8 Punkte, die wir uns hier als Streichergebnis schon nehmen, sind damit bei 8 Punkten. Jetzt hier schon mit dem Streichergebnis. Und die Holländer. Die Punkte bringen sie mit aus der ersten Runde. Die erste Reiterin der zweiten Runde hier Mercedes-Benz Nationalpreis. So, spannend wird es jetzt aufgrund der Tatsache, dass die nun folgenden Mannschaften vor den Deutschen. Robert Franz. So. Red Team carrying 4 points. Hier ist jetzt noch eben kurz die weißen Planken wieder auf die flachen, schmalen Auflagen zu legen. Damit es weitergehen kann jetzt für Frankreich. Olivier Robert. Und der Cornetsohn Van Gogh du Morganier. So, Schlange zu Bruch gegangen. Ja, was ist das Schwierige an dieser Situation? Sie haben gesagt, wir haben gesehen vielleicht dieses doch recht schnelle Zögern einfach jetzt hier auch von dem Schimmel. Was aus der Kameraperspektive nicht ersichtlich ist, ist, dass diese Linie springt man gegen die sehr, sehr große Anzeigentafel. Die ist zwar schon ein bisschen noch weiter entfernt von dem Ganzen, aber trotzdem kann eine Situation sein, wovor dann doch gut, das lag vielleicht nicht alleine nur daran, aber auch das ist einfach auch mit Schmierchen. Das ist im Übrigen auch Aachen, da gibt jeder sein Bestes und Letztes und das ist lustig, es ist nicht nur bei den Parcourshelfern, die laufen, das ist nicht nur bei den Platzanweisern, die über Tage wirklich im Strahlen und freundlich sind, sondern es ist wirklich Professionalität auf jeder Ebene. Die erste, die hat nämlich 3 schwarze Ringe, die möchten wir nicht. Tut mir leid. Wir nehmen die ohne Ringe. Da sind wir schon ein bisschen kritisch. Okay, was ist das?
Ja, was vorhin so ein ganz klein wenig groß war, dann nachher hier so ein ganz klein wenig dichter, aber trotzdem der Schimmel, der jetzt wirklich nochmal alles versucht, genauso wie Olivier Robert, aber leider, so hat man so eine Situation, ist natürlich so ein bisschen der Faden verloren. Natürlich, man kommt dann eben auch noch ins Punkten bezüglich der Zeit mit 84 Sekunden. Es werden dann dadurch natürlich auch 10 Punkte. Das wird jetzt erst einmal das Streichergebnis sein für die Franzosen. Und dementsprechend bleibt es dann eben auch erst einmal nach dem Streichergebnis bei den 4 Punkten. In der Rechnung das Streichergebnis für Frankreich im zweiten Runde. Bleibt es damit eben bei den 4 Punkten. France remains on 4 points. Das schwedische Team nun. So, für Schweden sah der Start auch in die zweite Runde sehr, sehr gut aus, nachdem hier Henrik von Eckermann die Doppel-Null insgesamt schaffte. Aber eben auch Angélie von Essen mit Louis Kahn lediglich einen Abwurf in Runde 1 bekam. Kann sie diese Situation hier vielleicht noch einmal in ähnlicher Form jetzt hier darbieten? Noch stärker als in Runde 1, muss man wirklich sagen. So, auch wenn sie jetzt natürlich ebenfalls jetzt nochmal ihren vierbeinigen Partnern motivieren muss für die beiden letzten schweren Aufgaben. Nein, für die letzte schwere Aufgabe. Und jetzt müssen wir die Zeit auch noch. Das schafft sie. Und ganz, ganz stark. Ganz, ganz stark. Die sympathische Schwedin, Angélie von Essen. Sorgt für die zweite Nullrunde. Für die zweite Nullrunde hier bei den Schweden. Und ja, ein Streichergebnis können die sich sogar noch erlauben. 4 Punkte bringen sie mit aus der ersten Runde. Die belgische Mannschaft, der erste Reiter jetzt in der zweiten Runde, ist nicht an den Start gekommen. Die Bonzels und Wintermaro de Cousin. Wir schauen auf Seacoast, Val de la Madre, Cluny und Gudrun Patins, Belgien. Acht Punkte hatte die beide in der ersten Runde. They had 8 points in the first round. Seacoast, Val de la Madre, Cluny, Gudrun Paté waren das Streichergebnis bei den Belgiern. Nichtsdestotrotz war die Leistung aber gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, wenn sie jetzt hier diesen einen kleinen Pass, sie hatte lediglich eben diesen Doppelfehler in der Dreifachen, wenn der jetzt ausbleibt. Das ist von großer Wichtigkeit, dadurch, dass Niels Brünzels hat ja zurückziehen müssen und damit eben die Belgier kein Streichergebnis eben hier in der zweiten Runde jetzt mehr haben. Kämpferisch, hoch motiviert, und da sehen wir, da kommt sie richtig rangerauscht, und das mag vielleicht auch so ein bisschen
der ausschlaggebende Punkt sein, dass sie hier hinten raus aus dieser Dreifachen diesen Fehler bekommt. Aber ihr sollte einfach nicht gleiches Missgeschick passieren, wie sie das nun mal eben hatte in erster Runde. Und ja, dementsprechend hat sie sich wahrscheinlich gedacht, lieber ein klein wenig mehr Pfeffer, als am Ende mit dem Pech hier das Gleiche nochmal passieren. Trotzdem wird es ein Ergebnis, dass sie hier zwei Abwürfe hat. Und gerade angesprochen, Nils Brünzels ist ausgefallen. Die acht Punkte zählen damit. Auf 12 Punkte kommt damit das belgische Team. Und dementsprechend liegt Frankreich und Schweden mit 4 Punkten vorne, gefolgt dann eben mit Deutschland. Und jetzt kommt es drauf an, was Peter Maloney und Chiantis Champion macht, ob es Platz 3 bleibt für die Deutschen oder ist es vielleicht hier die Situation, dass er dann doch in Straucheln kommt. Aber eben auch die Iren haben natürlich auch noch ein Streichergebnis. Team Harmonies, Chiantis Champion und Peter Maloney. So ein ganz klein wenig weg, das haben wir gemerkt, und damit fehlte dieses am Ende, dieser kleine Hauch an Zentimetern, tickt leicht hinten dran. Jetzt muss er noch so ein bisschen, gucken wir noch mal auf die Zeit, 79, das wird knapp, nicht schlecht, aber dennoch die 4 Punkte für die Iren. Und auch hier kommt es ganz klar natürlich jetzt auf die anderen drauf an. Nehmen wir das als Streichergebnis, bleibt es natürlich auch hier bei den 4 Punkten. Aber natürlich die beiden Mannschaften Schweden und eben auch Deutschland mit 2-0 Runden bisher in dieser zweiten Runde bringen sich damit in bessere Ausgangssituation. Die Franzosen durch das Ergebnis von Olivier Robert haben ihr Streichergebnis schon. Und auch die Iren eben, die 4 Punkte eben von Peter Maloney. Und dadurch wird das jetzt unglaublich spannend für die, ja, ich will noch nicht sagen alles Entscheidende, aber die ist jetzt natürlich schon auch ein klein wenig vorentscheidend, diese jetzt hier eben dritte Runde. So, was machen die US-Amerikaner? Hatten zwar die 12 Punkte aus der ersten. Sie bescherte die leider, Laura Crowd und Curious George. So, da haben wir jetzt nochmal die Situation, auch eben, ja, wie das ebenfalls auch bei einigen Reitern vorhin schon war, mit eben dieser Situation, ob bei Pius Schwitzer zum Beispiel oder eben auch beim Franzosen Olivier Robert. Ich hatte das angekündigt, man springt, man schaut einfach gegen die sehr, sehr große Anzeigentafel, auch wenn sie
doch weiter entfernt ist. Kommt sehr, sehr überraschend. Vielleicht auch hier kann man von dieser Situation, von diesen Kamerapositionen zwar sehr, sehr schwer erkennen. Ähnlich wie in Runde Nummer 1, es ist der Wasserfehler. So, durch das Zögern vorhin heißt es jetzt natürlich wirklich mächtig kämpfen. Die US-Amerikaner haben, wie gesagt, kein Streichergebnis mehr. Jeder Punkt, der hier zählt. Sie wissen natürlich auch, sie können sich jetzt hier nicht groß weiter mehr nach vorne arbeiten. Es wird ein Ergebnis ähnlich im wie aus Runde Nummer 1, da waren es noch 12. In diesem Falle sind es dann damit 11 Punkte geworden. Es sind 11 Fehlerpunkte. 23 sind es damit jetzt hier schon einmal insgesamt. George für das Team der Vereinigten Staaten von Amerika. 3 davon für Zeitüberschreitung, 88,14 Sekunden. 11 penalties, including 3 for time. 88,14 Cent. 5 Punkte aus der ersten Runde, die ersten beiden Reiter der zweiten Runde. Null. Der Applaus erhöht sich für das Daniel Neusser. Ein einziger Strafpunkt. Deutschland mit seinem dritten Reiter. Aachen ist nicht nur für die Deutschen besonders, das ist für alle Nationen besonders. Jede Nation hat ein sehr starkes Team hier. Trotzdem muss ich sagen, wir haben 4 sehr gute Reiter, Pferde, Kombinationen hier. Und ich denke, dass wir absolut eine Chance haben, vorne mitzumachen. Mit der so starken Leistung zweier Nullrunden hier im zweiten Umlauf soll das ganz klar für ihn natürlich auch den passenden Rückenwind geben. Darüber hinaus eine so unglaublich stark gerittene Runde Nummer 1, die lediglich diesen kleinen Wermutstropfen hat, dass er nicht schnell genug war und zum Ende da glaube ich einmal ein mehr und dadurch einfach auch hier nicht ganz im erlaubten Maß der Zeit. Jetzt aber kann er natürlich mit einer der weiteren Top-Runde präzise wie ein Schweizer Uhrwerk. Wieder eben in den deutschen Farben reiten. Daniel Deuser und Callisto Blue mit der Nullrunde. Drei Nullrunden hier, muss man ehrlich sagen, in Runde Nummer 2. Auch wenn es dieser eine Zeitstrafpunkt war, der uns anfänglich
hier ein ganz klein wenig Kopfzerbrechen besorgt hat. Sein Handzeichen sagt alles, meine Damen und Herren. Damit und ist nämlich hier Funky Fred damit jetzt nämlich schon einmal raus. Kann jetzt im Endeffekt entspannt sein, besser als nur. Geht nur eben nicht in zweite Runde. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt kommt es drauf an, was machen die anderen und wie weit kommen wir damit jetzt dann noch weiter nach vorne? Die Holländer haben wir jetzt schon einmal hinter uns gelassen. Die haben jetzt schon einmal die 8 Punkte. Und somit kann ein Willem Rewe jetzt ja eher nur noch Ergebniskorrektur betreiben. Oder besser gesagt, er muss dafür sorgen, dass eben die Holländer weiter hier im Rennen bleiben. Willem Rewe und Cypria S. Ergebnis von der Runde von Michael van der Vleuten. Die 8, jetzt 12 Punkte. Die 8 Punkte jetzt bei Willem Rewe und die als im Streichergebnis sind es damit hier 16 Punkte. In der Zeit für die Niederlande. 16 Punkte jetzt hier insgesamt. Mannschaft, die mit einem recht guten Ergebnis aus der ersten Runde, aber jetzt hier gerade in dieser zweiten Runde richtig Federn hat lassen müssen. Bisher noch gar keine Nullrunde hier erzielt. Vielleicht schaffen sie das gleich noch einmal mit ihrem letzten Starter, mit Mark Hausacher. Er selbst war nur in der ersten Runde. 4 Punkte stehen der französischen Mannschaft im Moment zu Buche. Himself was had a clear round in the first round. The French team has dort oben mit dem am Eintritt stehen Benilob Leprevaux, die in fantastischer Art und Weise vorgelegt hat. Nämlich mit insgesamt der Doppel-Null. Und auch wenn Olivier Robert danach eben ins Straucheln kam, jetzt wird es entscheidend. Jetzt kommen wir zu Guillaume Foutry und Valdocco de Cap. Und durch eben dieses deutliche Punkten von Olivier wird der Druck natürlich auf ihn viel, viel größer. Darf sich keinen Abwurf erlauben, weil dann wäre Deutschland nämlich schon damit vorbei an den Franzosen. Und sehr weit rein in diese Kombination, auf dass es im diesem Numero Uno nachkommen. Schwierig viel hier einfach mit der Vorderhandtechnik hier noch schnell genug wegzukommen von der Latte. So, damit sind das schon einmal 4 Punkte. Die zählen. So, damit macht Deutschland jetzt schon mal wieder einen Platz gut. Lagen vorhin noch auf Platz 4, liegen jetzt auf Platz 3. Es bleibt bei diesem einen Abwurf, der aber wiederum zählt, wie gesagt. Und
damit Frankreich insgesamt 8 Punkte einbringt. Und damit sind wir im Moment auf dem 4. Platz hinter Deutschland mit 8 Punkten, Frankreich. So, die Deutschen damit jetzt einen weiter nach vorne rutschen. Bei dem nächsten Team wird es ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig, da noch vorbeizukommen. Das sind diejenigen, die beste Chancen haben, die deutlich in Führung liegen, jetzt nämlich in zweiter Runde mit Doppel-Null-Runde und eben mit den lediglich eben 4 Strafpunkten. Und aber rein theoretisch wäre es auch hier eben noch machbar, oder besser gesagt, kann es passieren, dass wir auch die einholen müssen. Die nicht, aber trotzdem, das macht diese Geschichte noch unglaublich spannend. Dennoch müssen wir sagen, souverän war die Runde von Evelina Torvec und Dalila de la Pomme in Runde Nummer 1. Aber Druck wird stärker. Enormes Springen, wobei man sagen muss, es ist nicht nur Höhe, sondern sie kriegt immer wieder, denn die Stute immer wieder auch genügend Weite, und das ist jetzt natürlich einfach auch nochmal wichtig. So, wie sieht es jetzt hier aus? So, und da sind sie, die ersten, da sehen sie die ersten 4 Punkte, und damit muss Peter Frederiksen, der muss gleich null bleiben. Und das war derjenige, der die meisten Punkte holte vorhin mit seinem Christian. So, jetzt wollen wir doch auch hier auf die Zeit nochmal schauen. Das wird zwar knapp, reicht aber. Und erstmal müssen wir der jungen Dame sagen, das war absolut klasse, was sie hier gemacht hat. Trotzdem schade um einen Abwurf. Evelina Torvec, 4 Strafpunkte. Die sind erst einmal das Streichergebnis für die Schweden. Aber damit muss Peter Frederiksen gleich 0 bleiben, um diese Führungsposition der Schweden hier zu behalten. So, Evelina Torvec, Familie Torvec, die Pferdebesitzer, nicht nur von Evelina, sondern eben auch von am Startrunde für Belgien, meine Damen und Herren, Hendrik von Eckhardt. Und mit 4 Punkten aus der ersten Runde, die er mitbringt, Jérôme Guéry. So, Belgien rutscht da ab durch der Nils Brünzels, der eben nicht antreten konnte. Dann Gudrun Paté, die damit leider ans Punkten wieder kam und das damit hier zählte. Jérôme Guéry jetzt mit Guillaume de Hoos 12 Punkte. Sind es damit insgesamt für das Team Belgik, Jérôme Guéry. Schon beim Absprung schaut er, das haben wir vorhin auch schon in der ersten Runde. Zum nächsten Hindernis.
Boah, ein ganz, ganz sicheres Ding oder fast ganz sicheres Ding von Jérôme Gury. Ich hatte mir leider schon die 1 notiert, die muss ich jetzt schnell nochmal übermalen. Aber auch dieser eine Punkt, jetzt damit 13 Punkte, jetzt zwar insgesamt, das ist nicht mehr kriegsentscheidend hier für die Belgier, weil sie ja, wie gesagt, auf 13 Punkten die anderen Mannschaften dort noch hervor, aber... Ja, ist schon. Eine Verletzung festgestellt am Fiat von Gudrun Patzi, nämlich Seacoasts Valdemar Drecloni. Und somit ist sie leider eliminiert. Und das bedeutet dann leider auch, nachdem Nils Bonsetti an den Start gekommen ist, dass die belgische Mannschaft nicht mehr in der Wertung ist im Mercedes-Benz-Nationenpreis. So, Sie haben es gerade gehört, auch die Situation, dass es zum Abschluss der Runde bei der Gudrun Patet zu einer Verletzung gekommen ist. Damit, weil sie angetreten ist, eben hier das Ausscheiden auch von Gudrun Patet. Ausscheiden gab es zuvor ja beim Pferd auch von Nils Brunzels. Und damit ist das Mannschaftsergebnis leider in zweiter Runde nicht mehr komplett. Und damit ist Belgium ebenfalls hier leider raus. Das ist nochmal entscheidend. Das wird noch einmal entscheidend hier. Und zwar das Ergebnis der Iren. Derek Kenny. 0 und 4 bisher von Peter Maloney. Die 4 habe ich als Streichergebnis. Aber dafür muss Derek Kenny jetzt 0 bleiben. Das gelang ihm in erster Runde nicht. Da hatte er 2 Abwürfe. Kann er also seine Performance jetzt in zweiter Runde verbessern? Anfänglich hier in erster Hälfte sieht das deutlich danach aus. So, meines Erachtens nach, der ging nicht mit 7, der ging mit 6 hier auf diese Planke und damit bekam er dort den Fehler. Und diese 4 Punkte sind es jetzt hier noch einmal erneut, die jetzt hier zählen. Und das ist jetzt durchatmen auf jeden Fall, auch für die Deutschen deutlich wird es jetzt sicherer mit jetzt einmal Platz Nummer 2 oder besser gesagt, den haben wir sicher. Zählen. Damit sind es mit den 4 Punkten aus dem ersten Umlauf bisher für Irland insgesamt 8. Damit rutscht Irland derzeit hinter Deutschland auf den 3. Platz im Mercedes-Benz-Nationenpreis. So. Schweden in the lead mit 4 Punkten. Deutschland auf Platz 2 mit 5 Punkten. Und an diesem Ergebnis, da kann sich nichts mehr dran ändern. Also nicht aus eigenen Stücken können wir es noch schaffen, erneut hier einen Nationenpreis-Sieg zu erzielen, sondern wir brauchen die schützende Hilfe von Peter Frederiksen, gerade von dem, von einem der stärksten Reiter der Welt, der aber, und das gibt uns vielleicht noch ein ganz klein wenig Grund zur Hoffnung, in seiner ersten Runde doch wirklich richtig ins Straucheln kam. Und das Streichergebnis sogar war eben für die Schweden. Elizabeth Madden, Derry Lou. Null Runde von den beiden in Runde 1, wobei das nicht von Anfang an so aussah, das muss ich sagen. Da hörte das sich eben ähnlich an wie jenes Geräusch, was wir jetzt da gerade haben vernehmen müssen. Das Geräusch bleibt noch ein klein wenig bestehen, aber die Situation, dass sie strafpunktfrei bleiben und sind, ist immer noch.
Man merkt fast sagen, Klappern gehört zu seinem Handwerk. Entscheidend ist, was liegen bleibt. Und somit ist es erneut die Nullrunde für Elizabeth Madden. Und somit bleibt ja, durch das Ergebnis von Nicole Shehanian-Simpson, das Ausscheiden, sind es dann natürlich ein paar mehr Punkte geworden. 23. Und interessantes Ergebnis, 23 Punkte, komplett erzielt von Laura. Es gab zwei Doppelnuller. McLean Ward und BZ Madden mit Doppelnull. Und trotzdem eben eine hohe Punktzahl und mehr ändern. Markus Inning lässt Sie, meine Damen und Herren, daher um Verständnis bitten, da er nichts mehr an dem Ergebnis ändern kann und es Reglement ist, dass er nicht reitet, sein Pferd für die nächsten Aufgaben zu schonen. Daher Deutschland 5 Punkte im Mercedes-Benz Nationenpreis. Tja, wir hatten es vorhin schon an an der Geste von Markus Inning gesehen, also I quit, ich werde da nicht mehr an den Start gehen. Es, 5 Punkte bleiben, 5 Punkte. Qualifiziert werden musste nicht mehr, ganz einfach. Er war natürlich auch vorqualifiziert. Holland, 16 Punkte bisher. Sterdorfs Calimero mit Merhersacher. Sah mir nach einem Wasserfehler aus und wird jetzt deutlicher durch das Ergebnis. So die Reaktion auf des Teams. Merhersacher, dann noch einer für die Zeit auf 9 Punkte dann kommend. Und somit ist der Streichergebnis in der zweiten Runde. Und die Niederlande beenden dieses Springen mit 24 Punkten. So, 24 Punkte werden es insgesamt. Das französische Team. Mit einmal 0, einmal 10, einmal 4 im zweiten Umlauf. Bisher nun der letzte Reiter mit Calebo, Kevin Stoll, representing France. Es ist der Kampf um das um Treppchenplatz. 8 Punkte bei den Franzosen, 8 Punkte ebenfalls auch ja, bei den Iren. Und das macht den Reiz jetzt ebenfalls auch noch dieser Runde aus. Kevin Stoll und der Oldenburger Casal Levantos Nachkomme Calevo.
78, 79 passt. Und zum Ende gibt es noch ein bisschen was zu feiern fürs Partnerland, für Frankreich. Denn Kevin Stone bringt ihn jetzt noch einmal eine Nullrunde. Und damit bleibt es hier bei eben den 8 Punkten. Es wird gleich noch einmal spannend, dann nämlich, wenn die Iren gleich zum Ende noch einmal kommen, die ebenfalls bisher 5 Punkten auf Platz 2 folgendermaßen. Jetzt, meine Damen und Herren, jetzt wird es unglaublich spannend, denn sein Ergebnis ist entscheidend, ob es der Sieg wird für die Schweden, für das Drei-Kronen-Team, oder wird es erneut der Sieg der Deutschen. Was hat er in letzter Zeit nicht alles gewonnen, alleine die großen Championate mit dem Team im letzten Jahr bei den Weltreiterspielen, Silbermedaille, in Europameisterschaften in Göteborg, Gold und Silber geholt, in Rio bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille. Ja, und vorhin war er derjenige, der mit H&M Christian Schauer. Da war es lediglich die Situation in der Dreifach. Vorhin schon einmal ganz kurz mit dem Kontakt. So, jetzt die Situation. Von hin auch jetzt wieder sehr deutlich zurück. Ganz, ganz deutlich zurück. Boah, muss dadurch jetzt, kommt fast so ein bisschen im Trab hinten raus. Aber mit so viel Kontrolle, dass eben hier nicht ein weiteres Mal was anbrennen sollte. Er braucht jetzt aber trotzdem noch einmal den Schwung nach vorne. Er versucht das Ganze mit unglaublich viel Kontrolle und seine Qualität als Reiter. Und jetzt schauen wir noch mal auf die Zeit. Wir müssen die Zeit noch im Auge behalten. 79, 6 Sekunden. Es ist das Husarenstück wirklich im eines Pedersen, das muss man wirklich sagen. 14 Hundertstel in der Laufzeit geblieben. Peter Fredriksson, H&M Christian Karl, null Fehler. Dem leichten Strauchern aus erster Runde die Null ins Ziel. Und auch wenn es für Deutschland also in diesem Fall nur Platz 2 ist, müssen wir ganz hochachtlich vor die Familie Klapphake, das jetzt tut, ganz, ganz anerkennen. Jetzt hier wirklich klatschen und müssen wirklich sagen, nicht nur Bravo Schweden, sondern ganz, ganz deutlich im Sinne Bravo Peter Fredriksson, dem hier das wirklich gelingt, Ironman von der Baden-Borg, diesen unglaublichen Erfolg. Das Team Schweden zum holt sich einen der wichtigsten Nationenpreissiege im Jahr, nämlich hier in Aachen. So, nichtsdestotrotz achten wir jetzt natürlich noch weiter auch auf die weiteren Runden. Ironman van der Paardenborre, den wir jetzt zum Beispiel haben mit Gregory Bartelet. Auch hier ist es das Reiten für ihn, für die Qualifikation, eben für den Sonntag ganz einfach. Wir hatten es gehört, im Nachgang bei der Kontrolle des Pferdes von Gudrun Pardet mit Sikos Valdemadre Cluny ist eine Verletzung aufgetaucht und dementsprechend dann hier leider das Ausscheiden. Und dann ist zuvor schon auch das Ausscheiden des Pferdes von Nils Blünsels gab. Gibt es also jetzt hier kein positives Mannschaftsergebnis.
Gregory Vatelet mit 5 Punkten. Entscheidend war natürlich nach dieser Nullrunde, aber das ist höchstwahrscheinlich dann noch einmal ausreichend, um hier sich die Qualifikation zu sichern. Das war sein Ansinnen jetzt hier. Jetzt, meine Damen und Herren, jetzt wird es noch einmal spannend, denn es geht noch einmal um den Treppchenplatz. Die Franzosen haben gleiche Punktzahl wie eben. Gerade in diesem Moment bekommen wir die Information, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Guy O'Connor und Siri Nieshorter nicht an den Start kommen im Mercedes-Benz-Nationenpreis. Okay. Dann bedeutet das jetzt in diesem Moment die offizielle Verkündung unserer Sieger, nämlich Schweden. Herzlichen Glückwunsch, die Sieger Mercedes-Benz-Nationenpreis 2019 von Deutschland. Und anerkennenden Applaus gibt es jetzt für die Mannschaft Schwedens, für Henrik von Eckermann mit seiner Doppel-Null, für Angelique von Essen, die ihre Performance hat steigern können mit 4 und 0. Die junge Evelina Tovek, die 0 und 4 auch ein starkes Ergebnis erzielt. Und Peder Fredriksen am Anfang das deutliche Streichergebnis. Und dann haut der noch einmal eine 0 raus. Und die war entscheidend für den Sieg der Schweden im Mercedes-Benz-Nationenpreis. Well, all results counts, but of course when you're last to go you have a bit of extra pressure, and I knew I couldn't have a fault, a fence down or a time fault, and I was really close on the time, so we had a bit of luck today, but that's what you have to if you're gonna win. Nachdem wir in den letzten Jahren so erfolgsverwöhnt waren, wir uns unglaublich gefreut haben, wieder mit alter Stärke und auch eben mit den Garanten wie Daniel Deuser und Christian Ahlmann mit dabei zu sein. Es wird dieses Jahr mit ein bisschen Pech, das muss man schon sagen, ein zweiter Platz, aber trotzdem ein zweiter Platz, wo man sehr, sehr zufrieden und froh drum sein kann. Alleine auch, weil es perspektivisch, glaube ich, für diese Mannschaft einfach sehr, sehr vielversprechend aussieht. Und wieder mal war der Nationenpreis, der Mercedes-Benz, Nationenpreis hier in der Aachener Sörs etwas ganz, ganz Besonderes. Ja, klar sind wir im Großen und Ganzen natürlich sehr zufrieden mit dem zweiten Platz hier. Persönlich natürlich war es vielleicht am Ende der eine Zeitfehler, der uns erstmal vom Stechen ferngehalten hat. Am Ende hätten wir vielleicht mit 4 Punkten auch so gewinnen können. Hätte, wenn und aber. Wir haben einfach im Großen und Ganzen 7 gute Runden gehabt, war nicht gerade gut genug, um an den Schweden noch vorbeizukommen, aber wir sind super happy. Ja, ich bin natürlich super glücklich mit meinen 2-0-Runden. Alice hat es wieder super gemacht und wir müssen halt erstmal vorlegen und das haben wir heute, glaube ich, gemacht. Und ja, es war einfach ein super Abend mit einem tollen Team und ja, ich glaube, wir können total zufrieden sein. Das ist in unserem Sport halt so, das ist so nah beieinander und wir sind trotzdem glücklich. We'll be right back.
mit insgesamt 8 Fehlerpunkten. With 8 penalties in total erreichen den 3. Platz im Mercedes-Benz Nationenpreis 2019 Penelope Leprévot mit Vancouver du Lanlard, Olivier Robert mit Vango Dumas Garnier, Guillaume Foutrier mit Valdocco di Cap und Kevin Stott mit Calebo, das Team Frankreich, La France. Félicitations! Mit insgesamt 5 Fehlerpunkten im Mercedes-Benz Nationalpreis 2019 sehen wir mit Freude auf dem 2. Platz Simone Blum mit DSP Alice, Christian Ahlmann mit Cleantrek SurZ, Daniel Deusser, Callisto Blue, Markus Ening, Funky Fred, das Team Deutschland. Weltfest des Pferdesports CHIO Aachen 2019. Mit insgesamt 4 Fehlerpunkten gewinnen den Mercedes-Benz Nationenpreis 2019 Henrik von Eckermann mit Dobex Mary Lou, Angeli von Essen mit Louis Cancou, Evelina Torbeck mit Dalila Dlapon und Peter Fredriksson mit H&M Christian K. Das Team Schweden, Heja Sverige! So fantastic, like they said, 1928 was the last time, so it was 90 years later, so it was about time. Sverige. Der
Der Wanderpreis der Bundesrepublik Deutschland, gegeben von Herrn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für die siegende Equipe, wird überreicht durch Breido Graf zu Rantzau, Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Er wird begleitet von Baron Wolf von Buchholz, Vizepräsident des Aachen-Lauensberger Rennvereins. Breido Count of Rantzau, President of the German Equestrian Federation, now presents the Challenge Trophy of the Federal Republic of Germany, together with Baron Wolf von Buchholz, Vice President of the Organizing Committee. Mercedes-Benz Nationalpreis 2019, Ehrenpreise für die siegende Mannschaft sowie Erinnerungsgaben den teilnehmenden Springmannschaften, gegeben von der Daimler AG. Prizes for the winning team presented by Daimler. Die Siegerehrung im Mercedes-Benz Nationalpreis wird vorgenommen durch Herrn Dr. Carsten Oder, Vorsitzender der Geschäftsleitung Mercedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland, in Begleitung von Herrn Karl Meulenberg, Präsident des Aachen-Lauensberger Rennvereins. The prizes are being presented by Dr. Carsten Oder from Daimler together with Mr. Karl Meulenberg, President of the Organizing Committee. An dieser Stelle darf ich nun das Mikrofon übergeben an unseren lieben Kollegen Robert Esser, Redakteur der Aachener Zeitung, auf ein Wort mit den Siegern. Henrik Anker Krona, der Equipe-Chef der Schweden, ist zur Stelle. Und ich glaube, wir dürfen an dieser Stelle ein kleines Rechnungsexempel aufmachen. Wir dürfen auf Deutsch unterwegs sein, auch unser Schwedisch ist ganz hervorragend, aber dankenswerterweise, Henrik, ist Ihr Deutsch ganz formidabel. Ein kleines Rechnungsexempel, das da lautet, wissen Sie, meine Damen und Herren, wissen Sie, Henrik, wann Schweden zuletzt den Nationenpreis hier in Aachen gewonnen hat? Es ist nur 90 Jahre her. 1929. 90 Jahre wartet Schweden auf den Sieg hier in Aachen. Wir gratulieren Ihnen herzlich. Das dürfte die Freude noch einmal vervielfachen, oder Henrik? It was about time. Es wurde Zeit. I'm just extremely happy. I'm super proud of my team. I'm really happy to be invited here to Aachen. This is the greatest show in the world. The crowd, the publicum is, you don't see that anywhere. I don't have words for the moment. Thank you, everybody. Und es war ja so unfassbar knapp. Was haben Sie Peter zum Schluss noch mit auf den Weg gegeben? Er war ja so nervenstark. Wir haben das eben beobachtet, natürlich mitgefiebert. Eine Nüsternlänge hat gefehlt. Ja, Peter, he's used to going out as a last rider, and he knew what it was about. One time fault was too much, and one fence down was too much. So it was clear round or no win.
So he knew what he had to do, and but to deliver all the way through like he did, and the rest of the team was fantastic. Bitte, meine Damen und Herren. Henrik, verraten Sie uns, wie und vor allem wo feiern Sie heute Abend? Wir wären nämlich alle gerne mit dabei, wenn die Schweden loslegen. You're all invited. We're somewhere in Aachen. Meine Damen und Herren, die Sieger im Mercedes-Benz Nationenpreis, die Equipe Schweden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, an dieser Stelle kommen wir nun zu einer ganz besonderen Ehrung, weswegen der Präsident des Aachen-Lauensberger Rennvereins, Herr Karl Meulenberg, nun das Wort ergreifen wird. Sehr geehrter Herr Dr. Oder, liebe Gäste, ich darf heute einen besonderen Tag ankündigen. Wir haben ein fantastisches Springen bis zum letzten Reiter gesehen. Wir schauen jetzt in die glücklichen Gesichter vieler Reiter, die heute platziert sind. Und ich kann Ihnen sagen, der Mercedes-Preis, der Mercedes-Benz-Nationenpreis ist der traditionsreichste und beliebteste Springpreis hier in Aachen. Wir freuen uns, dass wir die besten Reiter der Welt hier haben und, wie Sie ja gerade auch noch gesehen haben, das fairste Publikum, was es auch auf der Welt gibt. Und dafür darf ich Ihnen auch sehr danken. All dies ist aber nur möglich, weil wir die ganz große Unterstützung von Mercedes-Benz haben. Und nicht nur in diesem Jahr, wir haben dieses Jahr ein besonderes Jahr. Mercedes-Benz unterstützt uns seit 65 Jahren und das ist außergewöhnlich und wir sind Ihnen zu großer Dankbarkeit verpflichtet. Sehr geehrter Herr Dr. Oder, damit Sie auch uns in Erinnerung behalten, darf ich Ihnen auch diese Skulptur überreichen und Ihnen damit alles Gute wünschen und selbstverständlich auch noch dazu vom Künstler ein Buch. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und noch eine lange, lange gute Zusammenarbeit. Ladies and gentlemen, team competitors, may I now kindly ask you to turn once to the other sides of the stadium for a salute. Meine Damen und Herren, die Reiter grüßen ihr Publikum. Herzliche Gratulation nun noch einmal den drei Teams, dem Team Schweden mit Equipe-Chef Henrik Ankarkona, dem Team Deutschland mit Equipe-Chef Otto Becker und dem Team Frankreich mit dem Equipe-Chef Thierry Bommel. Herzliche Gratulation den Siegern. Und wir bitten zur Ehrenrunde. Please take your land of honor.
Mercedes-Benz Nationenpreis 2019 die Sieger Henrik van Eckermann, Ashley van Essen, Evgenia Turbeck, Peder Fredriksson. Gefolgt vom Team Deutschland Simone Blum, Christian Ahlmann, Daniel Neusser, Marco Senig. Und im Team Frankreich, La France avec Pénélope Lefrévaux, Olivier Vauvert, Guillaume Foutrier et Kevin Stott. Evgenia Turbeck, Peder Fredriksson.